Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Symposium Künstliche Intelligenz und Krebs. Veranstalter dieses Symposiums heute Vormittag ist das AF, Private Institute for Research and Ethical Use of Artificial Intelligence. Wir werden das kurz AF-Institut nennen im Laufe des Vormittags. Mein Name ist Barbara Groß und ich darf Sie heute durch das Symposium begleiten. Lassen Sie mich zum Beginn ein paar Worte zum Ablauf des Symposiums sagen. Wir gestalten diese Veranstaltung als Zoom-Webinar. Das bedeutet, dass Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Vortragenden sehen können, nicht aber sich selbst und nicht die anderen Teilnehmer. Das ist also ein Unterschied zur normalen, gewohnten Zoom-Konferenz. Um Ihnen dennoch das Wesen einer Vor-Ort-Veranstaltung zu vermitteln, hat das AF-Institut ein Team von Studierenden und Absolventen der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien beauftragt, für die optische Umsetzung und Gestaltung zu sorgen. Und selbstverständlich können Sie, sehr geehrte Damen und Herren, auch Fragen stellen. Klicken Sie dazu einfach auf den F&A-Button, den Sie in der Mitte Ihres Bildschirms sehen, und senden Sie uns eine Frage. Ich werde für Sie die Frage an die Vortragenden stellen. Es wird nach jedem Vortrag eine Fragerunde geben. Ich ersuche aber um Verständnis, dass es keine Fragen während der Diskussionsrunde geben wird. Meine Damen und Herren, über das Verhältnis von Kunst und von Mensch und künstlicher Intelligenz, kurz KI, wurde schon viel diskutiert und philosophiert. Beeinflusst sie den Menschen, beschränkt sie ihn, ergänzt sie ihn, ersetzt sie ihn sogar oder verändert oder verbessert sie den Menschen? Welchen Einfluss die künstliche Intelligenz auf die Krebsforschung und deren Erkenntnisgewinnung heute hat und möglicherweise morgen haben wird, darüber wollen wir uns heute einen Einblick verschaffen. Ich begrüße dazu zunächst den Gastgeber des heutigen Symposiums, Magister Erwin Bendel, Generalsekretär des AF-Instituts, sowie Herrn Dr. Alexander Biach, Standortanwalt der Wirtschaftskammer Wien. Herzlich willkommen, die Herren. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie im Namen des AF-Instituts herzlich willkommen im Haus der Industrie in Wien. Das AF-Institut ist nach seinem Gründer benannt, Edison Fischer. Fischer ist ein Mathematiker, ein Kryptologe, ein IT-Unternehmer, ein Investor und ein Umweltschützer. Worauf setzen wir den Schwerpunkt bei künstlicher Intelligenz? Unser Schwerpunkt liegt am Gesundheitswesen und hier vor allem auf den Bereichen Onkologie und Hämatologie. Sie werden heute dazu bei dieser Veranstaltung noch Näheres dazu erfahren. Wie gehen wir bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz vor? Wir haben im Wesentlichen drei Grundsätze. Das erste ist Eigenentwicklungen in interdisziplinären Teams. Das zweite ist ein wissenschaftlicher Anspruch. Und das dritte ist integrierter Datenschutz. Was wartet heute auf Sie? Was können Sie erwarten? Ja, eine hochkarätige Runde an Persönlichkeiten als Diskussionsteilnehmer und als Keynote-Speaker. Und ich nenne die Namen in der Reihenfolge des Programms. Dr. Alexander Biach, Universitätsdozent Dr. Ansgar Weltermann, Professor Dr. Dr. H.C. Roland Mertelsmann, Magister Jona Bödinghaus, Universitätsprofessor, Diplomingenieur Dr. Dr. H.C. Amin Choya und last but not least Universitätsprofessor Magister Dr. Walter Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen, die Sie vor dem Bildschirm sitzen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und ich bedanke mich auch bei der Industriellen Vereinigung. Und ich bitte jetzt den Standortanwalt Wiens, Dr. Alexander Biach, um die Eröffnung. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Generalsekretär, ich darf mich sehr herzlich für diese Initiative und für diese Veranstaltung beim AF-Institut bedanken. Das Thema ist nicht nur ein extrem spannendes und extrem
aktuelles Thema, der Einsatz der künstlichen Intelligenz. Es ist in der Kombination mit der Frage des Einsatzes im Gesundheitswesen wahrscheinlich sogar ein Schlüsselfaktor, der, wie Sie auch gleich hören werden, nicht nur die Möglichkeit hat, menschliches Leid zu minimieren, sondern der auch tatsächlich ein wirtschaftlich, volkswirtschaftlich sehr bedeutendes Element und eine große aktuelle Herausforderung ist. Künstliche Intelligenz ist in den letzten Jahren oder zumindest seit den Siegen über Schachweltmeister zu einer Realität geworden, die Chancen vermuten lässt, allerdings auch einiges an Ängsten in der Bevölkerung natürlich schürt. Und genau das gilt es durch Veranstaltungen wie diese einzufangen und zu fokussieren. Wir haben heute gerade in der Gesundheitspolitik die Herausforderung, dass wir sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit aufwenden für die Behandlung von chronischen Krankheiten, seltenen Krankheiten und eben auch Krankheiten wie Krebs. Immer noch ist Krebs mit 24,5% hinter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweitmeiste Todesursache in Österreich. Und was ich zuvor angesprochen habe, all diese Behandlungen verursachen natürlich auch sehr hohen Geldeinsatz, Mitteleinsatz. Und würden Sie alle Krebstherapieaufwendungen in Europa oder nur in den 27 EU-Staaten zusammenzählen, so kommen Sie auf eine Summe von über 126 Milliarden Euro, die für die Therapien aufgewendet werden, und auf den österreichischen Anteil runtergebrochen sind das immer noch 2,6 Milliarden Euro. Viel Geld, das in Krebstherapie verwendet wird, die dazu führt, natürlich das menschliche Leid zu minimieren. Kann man diese Therapie optimieren, dann ist das natürlich neben dem menschlichen Leid, das reduziert wird, vor allem auch ein volkswirtschaftlich Effizienzsteigerungsbedarf und eine Möglichkeit. Wir haben mit der künstlichen Intelligenz vor allem vier Einsatzgebiete im Gesundheitsbereich, die wir auch aus der Sicht des Standortes entwickeln sollten. Zunächst ist das einmal die Möglichkeit der Diagnose. Die wird natürlich verbessert. Wir haben hier die Möglichkeit, dass das, was die künstliche Intelligenz sieht, manch menschliches Auge gar nicht erkennen und sehen kann. Denken Sie an die Röntgenbilder, wo der Arzt zu sehr auf den Bruch fokussiert und in Wahrheit Tumore nebenbei übersieht. Wir haben zusätzlich eine Möglichkeit, hier individuelle, personalisierte Medizin zu entwickeln. Etwas, das wahrscheinlich die Zukunftsantwort schlechthin ist, das größte Einsatzgebiet der künstlichen Intelligenz, individuelle medizinische Behandlungen zu entwickeln. Wir haben die Möglichkeit, durch die Kombination von Daten viel schnellere und viel wirkungsvollere Erkenntnisse über Krankheiten zu gewinnen und auszurollen. Und letzten Endes ist auch der Mitteleinsatz, wie ich schon angesprochen habe, ein effizienterer. Ein Grund also, künstliche Intelligenz in der Gesundheit einzusetzen, kombiniert allerdings mit dem zuvor angesprochenen Rahmenschutz, wenn ich das so sagen darf, des Datenschutzes. Wenn der Mensch es schafft, künstliche Intelligenz klug einzusetzen, wird er nicht nur menschliches Leid, sondern vor allem auch volkswirtschaftlichen Wohlstand erringen können. Und in diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung ein gutes Gelingen. Ich bedanke mich für die Einladung. Herzlichen Dank, Herr Dr. Biach, für die Einführung und den Aspekt der wirtschaftlichen Dimension von künstlicher Intelligenz. Wir steigen nun in unsere Fachvorträge ein, in denen in unterschiedlichen Gesichtspunkten das Thema erläutert werden wird. Das Interesse unseres ersten Vortragenden an Datenbanken trifft sich perfekt mit dem Anspruch, Krebspatienten bestmöglich in einer schicksalhaften Situation zu begleiten. Seit 2014 leitet er das Tumorzentrum Oberösterreich, in dem insgesamt 11 regionale Krankenhäuser kooperieren. Zudem leitet er auch das Zentrum für Tumorerkrankungen im Ordensklinikum Linz.
Er ist Autor von Publikationen im Bereich Hämatologie, Onkologie und Blutgerinnung sowie Stammzellentherapie. Und darüber hinaus ist er im Vorstand der Krebshilfe Österreich tätig. Wir erfahren nun von ihm, was das Tumorzentrum für Patienten und behandelnde Ärzte leisten kann, in seinem Vortrag mit dem Titel „Das oberösterreichische Tumorzentrum – eine integrierte Sicht auf datenbasierte Onkologie in der Praxis“. Herzlich willkommen, Universitätsdozent Dr. Ansgar Weltermann. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass ich hier sein darf und ein bisschen den Boden bereite für das, was in der Praxis mit Patienten mit einer Krebserkrankung tatsächlich passiert, wie Diagnostik, Therapie verläuft, wie uns Daten helfen, wie wir versuchen, integriert medizinische Qualitätssicherung zu machen. Die Herausforderungen sind schon ein bisschen angesprochen worden. Krebs ist eine Erkrankung des Alters. Wir wissen aufgrund der Alterspyramide, dass der Anteil der Menschen in dieser Gruppe zunimmt. Erfreulicherweise haben wir natürlich auch die Tatsache, dass durch moderne Therapien die Patienten länger leben, auch in einer palliativen Situation Lebenszeiten gewonnen werden können, von denen wir uns früher zu träumen nur gewagt haben. Trotzdem, 15% aller stationären Spitalsaufenthalte sind Aufenthalte von Patienten, die eine Krebserkrankung haben. 1,5% der Gesundheitsausgaben in Österreich sind für Krebsmedikamente. Und die Innovationskraft im Moment, wie sie im Bereich der Krebstherapie stattfindet, sucht seinesgleichen. Circa ein Drittel bis zum Teil die Hälfte der Medikamente, die zugelassen werden in Europa, sind Medikamente zur Behandlung von Krebserkrankungen. Und trotzdem, die Kosten sind enorm. Kosten von über 100.000 Euro pro Patient pro Jahr sind keine Seltenheit. Und daher ist es erforderlich, dass auch wir uns in der Onkologie spezialisieren, dass der richtige Patient die richtige Therapie bekommt, damit es auch entsprechend dem Patienten zum Nutzen, aber auch der Bevölkerung ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen erhalten bleibt. Und dazu erfordert es Wissensmanagement. Mein Vortrag dient ein bisschen dazu, Sie abzuholen, wie komplex die Thematik ist. Und ich denke, wir wissen alle, dass künstliche Intelligenz hier auch die Chance bietet, sich Einsatz zu finden in der klinischen Routine, auch wenn wir momentan, das ist zumindest meine Sichtweise, noch weit weg sind davon. Wir haben drei Säulen der Behandlung, das ist die Operation, die Strahlentherapie und die medikamentöse Tumortherapie, klassisch Chemotherapie, aber auch heutzutage andere Medikamente wie Antikörper, wie Small Molecules, wie Immun-Checkpoint-Blockaden, viele verschiedene Möglichkeiten, und diese Therapien werden nicht alleine eingesetzt, sondern sie werden oftmals in Kombination eingesetzt. Und das ist etwas, wo es Spezialisierung, wie Sie sich vorstellen können, braucht. In Oberösterreich haben wir ein Tumorzentrum gegründet, Tumorzentrum im klassischen Sinne als ein sogenanntes Flächenversorgungsmodell, wo man abgestufte Medizin macht, erkläre ich gleich noch. Wir kooperieren dort zwischen sogenannten onkologischen Zentren, wo eine sehr, sehr hohe Spezialisierung ist, mit onkologischen Schwerpunktspitälern, in denen auch spezialisierte Medizin gemacht wird, aber nicht alle Angebote verfügbar sind, und onkologischen Abteilungen, Fachabteilungen, in denen die Routine onkologische Versorgung auf gleich hohem Niveau gemacht werden kann wie an einem Zentrum. Die Prämissen, die wir uns damals, als wir gegründet haben, unser Tumorzentrum, wir gesetzt haben, war, dass jeder Patient unabhängig von dem Spital, an dem er aufgenommen wird, das gleiche in medizinischen Leitlinien festgehaltene diagnostische und therapeutische Angebot bekommt. Das heißt nicht, dass alles überall gemacht wird, dass aber das Angebot an den Patienten inklusive der Möglichkeit der Teilnahme einer Studie an jedem Standort ident ist. Und was die wohnortnahe Versorgung betrifft, etwas, was in Österreich ein Unikum ist, da die ganze onkologische Versorgung von den Spitälern getragen wird und es keine niedergelassenen Praxen gibt, wie beispielsweise in Deutschland, ist, dass wir mit diesem wohnortnahen Konzept auch eine wohnortnahe Behandlung ermöglichen. Viele Patienten in einem fortgeschrittenen Tumorstadium benötigen eine enge Kooperation mit den niedergelassenen Hausärzten, mit den mobilen Palliativteams. Und wenn ich dort vor Ort die Behandlung im wohnortnahen Spital durchführen kann, ist das nicht nur besser, sondern ermöglicht auch beispielsweise Besuche von Angehörigen, als wenn sie mehrere hundert Kilometer fahren müssen, die Patienten.
Und was wir auch als Prämisse gemacht haben, ist natürlich klar medizinische Qualitätssicherung. Und darauf werde ich nachher auch den Schwerpunkt setzen. Wenn man so viele Spitäler hat, dann ist klar, dass das ein extrem komplexes Gebilde ist. Das ist nicht so einfach zu organisieren. Wir haben klassische Instrumente wie ein Steuerungsgremium, Fachbeiräte, das ist klar. Aber wie sollen die verschiedenen Spitäler, die auf der linken Seite in dem linken Kästchen untereinander abgebildet sind, miteinander kooperieren? Hinzu kommt, dass Onkologie ja nicht von einer Abteilung alleine getragen wird, sondern gerade in den höher spezialisierten Häusern sind es bis zu 9, 10, 11 Abteilungen, die alle onkologische Versorgung betreiben. Was wir daher gemacht haben, ist den Weg in der Mitte, die orangen Linien. Wir haben Leitlinien gemacht, sei es tumorentitätsspezifische Leitlinien zum Lungenkrebs, zum Brustkrebs und so weiter. Und wir haben aber auch Leitlinien entwickelt, über die Fachdisziplinen hinausgehen, beispielsweise im Bereich der Radiologie oder der Palliativmedizin. Wir haben die Experten aus den Häusern, aus den verschiedenen Abteilungen zusammengezogen in solchen Leitliniengruppen und haben dort medizinische Therapiepfade entwickelt. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, wie ich gleich zeigen werde, sondern diese Empfehlungen basieren auf internationalen Empfehlungen, sind aber nochmal runtergebrochen auf das, wie wir in Oberösterreich dann die Dinge umsetzen beim Patienten. Auf der rechten Seite sehen Sie in der Grafik ein großes graues Kästchen. Das ist unsere Data Warehouse, das ist unsere Software, in der wir die Daten der Patienten letztlich speichern und die uns zur medizinischen Qualitätssicherung dienen. Es ist eine Software einer Firma namens Celsius 37, für die wir uns entschieden haben aus verschiedenen Gründen, in denen die Daten der Patienten vorgehalten werden und die uns dann dazu dienen, um im Tumorboard oder bei Besprechung entsprechend die Empfehlungen für Patienten herauszugeben, festzuhalten und letztlich zu einer Umsetzung zu bringen. Und ganz stark in der Onkologie natürlich auch das Thema der medikamentösen Tumortherapie. Pharmazie spielt eine sehr große Rolle. Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pharmazeuten ist ein ganz wesentlicher Baustein. Und auch hier gibt es entsprechende Fachgruppen, die zusammenarbeiten, wo es bis zu einem sogenannten Horizon Scanning kommt, wo man versucht vorherzusagen, wie die Kostenentwicklung in bestimmten Bereichen sein wird. Wir haben diese Leitlinien, von denen ich eben erzählt habe, öffentlich transparent gemacht, weil wir davon überzeugt sind, dass es Vertrauen in der Bevölkerung schafft, wenn wir die Art, wie wir behandeln, auch öffentlich machen. Auch wenn der einzelne Patient das nur schwer nachvollziehen kann, weil es höchst komplex ist, schafft es doch Vertrauen. Es schafft aber auch eine Basis der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Spitälern, die diese Leitlinien inzwischen als sehr, sehr wertvoll gemacht haben und sich herausgestellt hat. Die ganzen Daten, die wir erheben, erfassen wir in einer Tumordatenbank, in einem klinischen Krebsregister. Es ist kein epidemiologisches Krebsregister, wie das von der Statistik Austria, sondern es ist ein klinisches Krebsregister. Das heißt, es sind auch die Daten zum Therapieverlauf in der Datenbank mit verfasst. Und das geht von Diagnostik über alle Behandlungsphasen bis hin zur Nachsorge, beziehungsweise wenn ein Patient verstirbt, bis hin zum Lebensende. Die Onkologie bietet sich deswegen auch für künstliche Intelligenz an, weil es kein anderes Fachgebiet mit einer so hohen Interprofessionalität in der Medizin gibt. Das geht von den verschiedenen Fachdisziplinen in der Onkologie los, Chirurgie, Hämatologie, Radioonkologie, Gynäkologie, aber auch über die Pflege, über Pflegefachkräfte auch mit entsprechender Spezialisierung, Brustschwestern, die spezialisiert sind auf die Versorgung von Patientinnen mit Brustkrebs, Stomaschwestern, die spezialisiert sind, Überleitungspflege, also auch dort findet eine Spezialisierung statt, die es sonst in anderen Fachdisziplinen in der Art, in der Breite nicht hat. Und dann spielen natürlich andere Fachdisziplinen wie Ernährung, Physiotherapeuten, Psychoonkologen, Sozialarbeit hinein, pathologische, molekularbiologische, supportive Fächer wie Apotheke, Mikrobiologie, Labormedizin hinein, Studienassistentinnen, RTAs, also viele, viele Berufsgruppen und dann natürlich die ganze Gruppe der extramuralen Dienstleister, wo es auch entsprechende Schnittstellen zu geben muss, über die niedergelassene Apotheke, über Hausarzt, über die Versicherung, über mobile Pflegedienste und so weiter. Diese Daten, kann man sich vorstellen, sind riesig, die man dort generieren kann und jemand muss die auch alle erheben. Das ist einfach ein sehr, sehr großer Aufwand. Deswegen kann man nicht alles machen, sondern wir fokussieren uns im Tumorzentrum auf die Aufgabe im Moment einer medizinischen Ergebnisqualität.
Hier ist ein kleiner Kreis dargestellt, was wir für Dinge tun. Einerseits sind es gesetzliche Dinge, die wir sozusagen erfüllen, wie die Meldungsstatistik Austria oder das Brustkrebsfrüherkennungsprogramm. Im Bereich von Zertifizierungen erheben wir Daten, die wir brauchen, um unsere Qualität auch in einem externen Benchmark sozusagen darstellen zu können. Wir nehmen natürlich auch an Forschungsprojekten teil und das, wo wir gerade dabei sind, ein großes Schlagwort auch wieder, Patienten-Reported Outcomes, also wie geht es dem Patienten, Datenerhebung vom Patienten selber, aber auch diese Real-Life-Data, wir wissen, dass was in klinischen Studien publiziert wird, nicht immer das ist, was wir dann im klinischen Alltag mit unseren Patienten tatsächlich nachvollziehen können. Tumordokumentation, wie sie heutzutage läuft, ist etwas sehr Strukturiertes, etwas sehr Einheitliches, der Versuch einer vollständigen Datenerfassung von Patienten von Diagnosestellung bis hin zur Tumornachsorge. Was wir machen ist, wenn man diese Daten sehr strukturiert erhebt, ist, dass wir sie auswerten können mit klassischen Methoden der Medizin. Ich nenne als Beispiel eine Kaplan-Meier-Kurve, wo man das Überleben der Patienten nach einer gewissen Diagnose zum Beispiel verfolgen kann und das vergleichen kann mit Daten, die es in der Literatur gibt. Das klingt alles sehr einfach, je näher man hineinschaut, desto komplexer wird es. Die Dokumentation auf der linken Seite ist von einem sehr, sehr einfachen Fall und ich habe auch nur die Zeitpunkte aufgelistet, wo Datenerfassung erfolgt. Das beginnt mit dem Erstkontakt des Patienten in einem Spital, das geht über die Biopsie, dann über die Histologie mit all den Parametern, die damit verbunden sind. Das ist die sogenannte Erstdiagnose des Patienten. Dann wird der Patient untersucht, es wird der Ausbreitungsstatus der Tumorerkrankung erhoben, das sogenannte Staging. Dann kommt der Patient ins Tumorboard, es wird eine Behandlungsempfehlung gegeben. Dann wird eine entsprechende Therapie durchgeführt, in dem Beispiel links eine Operation und eine Chemotherapie. Im Rahmen nach der Chemotherapie wird wieder nachgeschaut, ist die Erkrankung völlig weg, ein sogenanntes Restaging nennen wir das. Und wenn der Patient die Therapie erfolgreich abgeschlossen hat, geht der Patient in Tumornachsorge. Klingt alles sehr einfach, ist in Wirklichkeit nicht so einfach. Es kommt oftmals zu Komplikationen, es kommt zu Nebenwirkungen, Therapien werden verändert, wie man in der Mitte bei dem einfachen Fall sieht. Vielleicht muss eine zweite Biopsie erfolgen, weil die erste frustran war. Es gab Komplikationen in der Operation, weshalb es zu einer Revision einer zweiten Operation gekommen ist. All diese Dinge sind Dinge, die im Rahmen einer Tumordokumentation natürlich erfasst werden müssen, sonst wissen wir nichts über die Behandlungsqualität. Und der einfache Fall ist auch nicht die Regel. In Wirklichkeit auf der rechten Seite ein normaler Fall, der so komplex ist, allein an den Zeitpunkten, wo wir Tumordokumentation erheben müssen, dass man sich vorstellen kann, wie viel Aufwand das ist, das strukturiert zu machen. Und auch da ist die Frage, wie KI in die Daten hineingehen kann, um uns zu unterstützen. Der Regelfall ist sozusagen bei Patienten mit einer metastasierten Tumorerkrankung, bei vielen Tumorentitäten, dass wir sie nicht heilen können. Und der Patient viele verschiedene Therapien in einer Sequenz bekommt. Das kann bis zu 8 verschiedene Therapien in Folge sein. Wenn der Patient auf die eine Therapie nicht mehr anspricht, was man die nächste macht. Und all das sind Zeitpunkte, wo wieder Komplikationen auftreten können. Und um die Effektivität dieser Therapien in der sogenannten zweiten oder dritten Therapielinie beispielsweise messen zu können, muss man sehr sauber die Daten dokumentieren. Und das ist nur die Daten zur Medizin. Wo stehen wir im Moment? Wir haben im Jänner 2019, ich zeige gleich noch live die Datenbank, damals bereits 25.000 Tumorfälle in unserer Datenbank gehabt. Sie sehen, dass eine häufige Form von Tumor ist der Brustkrebs, es sind andere Krebsarten. Der Grund, warum die nicht ganz der Verteilung von Statistik Austria entsprechen, ist, weil wir unterschiedlich die einzelnen Tumorentitäten in der Dokumentation begonnen haben. Aber Sie müssen sich vorstellen, zu jedem Patienten gibt es mindestens 150 Variablen. Das heißt, alleine in dieser Datenbank über 4 Jahre waren es schon 4 Millionen Datensätze und das steigt rasant an. Wie funktioniert heutzutage Tumordokumentation? Man braucht 5 Dinge in unseren Augen, nämlich man braucht eine entsprechende Software, man braucht die Tools, um diese Software auswerten zu können, man braucht ein Wissensmanagement, Dinge wie ein SharePoint, ein Wikipedia, Confluence, also Methoden, wie man alle immer auf dem gleichen Stand hält, wie man aber auch Historisierung sozusagen ermöglichen kann, dass man auch weiß, wie man vor 2 Jahren die Dinge dokumentiert hat. Wir brauchen entsprechend normierte und einheitlich festgelegte Datensätze, die wir erfassen. Es kann nicht jeder alles erfassen, das ist klar, sondern wir müssen uns beschränken auf relevante Parameter in den verschiedenen Bereichen.
Wir brauchen für unsere Tumordokumentationsassistentinnen Handbücher. Wir brauchen die, damit wir sozusagen auch, damit die auch genau wissen, was sie erheben müssen. Wir müssen entsprechende Dokumentationsassistenten ausbilden. Diese Ausbildung gibt es in Österreich momentan noch nicht. Das heißt, das ist sehr viel Arbeit, die neuen Kollegen, die in dieses Gebiet hineinwachsen, entsprechend zu schulen. Und wir müssen die Datenquellen entsprechend zur Verfügung stellen, dass auch die Daten dort entsprechend abgelesen werden können und eingetragen werden können in eine entsprechende Tumordatenbank. Ich habe das schon gesagt, sozusagen wir verwenden eine Software, die es uns ermöglicht, sehr spezifisch die verschiedenen Tumorentitäten abzubilden, weil jede Tumorerkrankung anders ist. Jede Tumorerkrankung hat eigene Parameter, die eigens wieder erfasst werden müssen, und das macht es sozusagen nochmal zusätzlich komplex. Und dann ist das Thema Datenschutz natürlich ein Riesenthema. Wenn wir über verschiedene Spitalsträger miteinander kooperieren, muss trotzdem die Datentrennung sauber ermöglicht werden und trotzdem muss eine Gesamtsicht im Sinne der Auswertung auf die Daten möglich sein. Heutzutage, wenn man es gut macht, erfolgt die Datenerhebung in einer extrem strukturierten Form. Freitext nutzt uns nichts, damit können wir auf konventionellem Weg keine Auswertungen machen, sondern es sind sehr strukturierte Daten, die wir dort erfassen, und dementsprechend sieht auch die Datenbank aus. Auch die Datenerfassung in der Radiologie beispielsweise ist etwas, das war früher, wenn ich so frei sagen darf, Prosatext, im Sinne von, dass der Radiologe beschrieben hat, naja, der Tumor hat ein bisschen abgenommen oder hat ein bisschen zugenommen. Aber das reicht uns nicht aus. Wenn wir eine valide Tumordokumentation machen wollen, müssen wir diese Größenangaben tatsächlich in Prozentangaben haben und diese Prozentangabe oder in bestimmten Kriterien, die klassische ist die in der Onkologie, die sogenannten RECIST-Kriterien, mit denen wir dann wirklich nachvollziehen können, hat der Patient angesprochen, hat er nicht angesprochen. Das sind alles Entwicklungen, ohne die tatsächlich eine valide Tumordokumentation nicht möglich ist. Und das ist ein Beispiel, gerade die strukturierte radiologische Verlaufsdokumentation, wo KI sicherlich zukünftig eine sehr große Rolle spielen wird. Wir haben auch in den letzten Jahren die Verfügbarkeit für diese Tumordatenerhebung sozusagen geschaffen. Das ist nicht etwas, was selbstverständlich ist. Da ist Oberösterreich sicherlich führend. Das gibt es kaum in den anderen Bundesländern etabliert. Und da ist eine hohe Vernetzung auch zwischen diesen Assistentinnen und den Ärzten erforderlich, damit die Daten auch wirklich sauber in das System hineinkommen. Die Erkrankungen sind sehr komplex. Wer kein Medizinstudium hat, der kann mal versuchen, so einen Fall zu dokumentieren. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Die Einschulungszeit ist sicherlich locker 4 bis 6 Monate, dass man mal ein Grundverständnis von Onkologie hat. Und deswegen sage ich immer, Tumordokumentation ist Handarbeit. Ja, das wird auch so bleiben. Viele Wertungen, wie man Fälle wertet, wird auch künstliche Intelligenz in meinen Augen nur ganz schwer übernehmen können. Aber natürlich wird sie diese Prozesse unterstützen können. Und das ist etwas, sozusagen, woran wir laufend arbeiten, weil wir wissen, wenn wir das nicht tun, sind auch unsere Ergebnisse nicht adäquat. Wir haben hierzu entsprechende Handbücher erstellt, die von den Dokumentationsassistenten und den Ärzten entsprechend ihrem Fachgebiet weiterentwickelt werden. Wie gehen wir vor mit unserem Datenmanagement? Die Daten werden in dieser Tumordatenbank erhoben. Aber wie Sie wissen, sozusagen sind das ja nicht alle verfügbaren Daten. Es gibt Daten aus dem sogenannten Spital, aus dem Krankenhausinformationssystem, aus dem KISS-System. Es gibt aus OP-Programmen, aus histologischen Datenbanken entsprechende Informationen, sodass die Daten nicht alle wir nur in unserer Tumordatenbank erfassen, sondern wir führen die Daten aus unserer Tumordatenbank in ein Data Warehouse. Das ist bei uns das ClickView. Und mit diesem Data Warehouse können wir auch andere Datenquellen hineinholen und mit den Patientendaten entsprechend verknüpfen. Und wir können diese Daten dann über dieses System auch dem Anwender zugänglich machen, wie ich gleich noch kurz zeigen werde, wenn das klappt. Und dazu braucht es natürlich auch ein entsprechendes Datenhaltungsschutzkonzept, was auf unserer Website www.tumorzentrum.at, wen es interessiert, auch entsprechend veröffentlicht ist. Was gewinnt man jetzt aus all diesen Dingen, die wir da jetzt über die vielen Jahre versucht haben voranzutreiben? Neben dem, dass man für Zertifizierung entsprechend die Daten aufbereitet hat, merken wir selber im Alltag, dass unsere Qualität besser geworden ist. Ich versuche das an ein paar Beispielen kurz zu bringen.
Den ersten Effekt, den wir gesehen haben, war beispielsweise, dass die Rate der Patienten, die in den Tumorboards vorgestellt werden, durch die Einführung der systematischen Beobachtung und Diskussion mit den Ärzten deutlich gestiegen ist. Man sieht das, wir waren 2015 bei 70% im Bereich von Brustkrebs und liegen jetzt mittlerweile bei weit über 95%. Also eine Entwicklung, wo der einzelne Patient in Wirklichkeit einen Nutzen hat, weil er nicht nur eine Einzelmeinung von einem Arzt bekommt, sondern in einem Tumor sitzen Fachexperten von verschiedenen Bereichen zusammen und er kriegt nicht nur eine Zweitmeinung, sondern er kriegt in Wirklichkeit eine Meinung von 10 Ärzten oder 15 Ärzten, die dort in einem Tumorboard sitzen und über seinen Patienten, über den Patienten spezifisch reden. Wir können auch Daten nachvollziehen, sozusagen, wie sie jetzt in Zeiten vom Lockdown passiert sind. Sie sehen die grüne Linie, das war die Fallzahlentwicklung 2019. Die ist deswegen höher als manche von den anderen Linien, weil zwei Spitäler neu hinzugekommen sind. Die Referenzlinie ist die grüne Linie. Und Sie sehen daneben eine beige Linie, die am Anfang etwas sogar oberhalb der grünen Linie läuft und dann einen Knick macht. Und dieser Knick ist nichts anderes als der Lockdown, weil wir gesehen haben, dass Patienten mit Krebserkrankungen sozusagen oder Patienten, Menschen, die in der Bevölkerung, die vielleicht Symptome einer Erkrankung haben oder die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen sollten, diese nicht mehr wahrgenommen haben. Also wir können on-time mit unserer Datenbank nachverfolgen, was der Lockdown in Wirklichkeit auf die Neudiagnosen tatsächlich bewirkt hat. Und wir sehen, dass diese Vorsorgeuntersuchungen, die klassisch von den Menschen gemacht werden im Bereich von Brustkrebs, nicht stattgefunden haben, aus verschiedenen Gründen. Wir können uns einen Benchmark unterziehen, wie ich eben schon gesagt habe. Wir sind nach dem sogenannten Eusoma-Kriterien zertifiziert als Brustgesundheitszentrum im Tumorzentrum. Und da sieht man, die blaue Linie ist unsere Linie. Da geht es um die Patienten, die nur eine Operation gebraucht haben, um tatsächlich den Tumor adäquat behandelt zu haben. Orange ist der europäische Benchmark. Man sieht, wir waren 2015 darunter. Und wir haben uns dann entwickelt und 2018 die Daten sind sozusagen auf dem Niveau, so wie es die europäischen Spitzenzentren machen. Und das ist etwas, glaube ich, was man auch dann zeigen kann, wo man Qualität den Patienten vorgeben kann. Beim Darmkrebs als ein weiteres Beispiel sozusagen, es gibt publizierte Risikofaktoren beim Darmkrebs, ob der Krebs auf der rechten oder linken Seite liegt, das macht einen Unterschied aus in Bezug auf das Ansprechen auf Therapie und damit auch auf das Überleben. Und das sind unsere eigenen Daten vom Darmkrebs. Und wenn man so mit den eigenen Daten die international publizierten Daten nachvollziehen kann, dass man also zeigt, dass seine Daten die gleichen Ergebnisse liefern, wie es in der Literatur beschrieben ist, dann weiß man, man ist sehr valide unterwegs mit seiner Tumordokumentation und kann, und das ist das Entscheidende, aus diesen Daten heraus dann auch beginnen, Wissenschaft zu machen. Sei es, dass man Anwendungen in der KI und entsprechend versucht anzuwenden. Und hier auch noch ein Beispiel für so eine Publikation im Bereich vom Ösophagus, vom Speiseröhrenkrebs. Auch dort, wenn man die Patienten in der Routine sehr, sehr gut erfasst hat, kann man mit diesen Daten arbeiten und man kann sich dann wieder Überlebenskurven anschauen, wo man das Überleben der Patienten betrachtet, beispielsweise auf der rechten Seite in Abhängigkeit vom Alter, ob Alter einen Einfluss hat auf den Outcome der Patienten. Und das ist etwas, glaube ich, mit solchen Daten kann man Patienten, Politik, die Bevölkerung davon überzeugen, dass man gute Medizin macht. Ich komme mal zu meinem Schluss, würde Ihnen aber trotzdem noch mal kurz, wenn ich das schaffe, einen Einblick geben in die Datenbank. Ich denke momentan, heutzutage, wir reden immer von Big Data, aber das sind wir nicht. In der Onkologie, das, was wir machen, und selbst wenn wir alle Daten in Österreich in einer Datenbank sammeln würden, sind es immer noch sogenannte Small Data Sets. Small Data deswegen, weil es sehr strukturierte Daten sind, die mit konventionellen Methoden in Wirklichkeit auszuwerten und darzustellen sind. Small Data ist etwas, was ein ständiges Arbeiten an der Datenvalidität erfordert. Man braucht qualifizierte Mitarbeiter und Teamwork, damit man das gut macht. Aber, und das glaube ich, konnte ich ganz gut zeigen, wir sind inzwischen in der Lage, aufgrund einer guten Datenvalidität auch mit diesen Daten letztlich für wissenschaftliche Auswertungen zur Verfügung zu stehen. Diese Daten kann man auch an externe Dienstleister, die wissenschaftliche Fragestellungen haben, entsprechend zur Verfügung stellen.
Persönlich, wenn es um meine Einschätzung geht, wo KI eine Rolle spielt in der Onkologie, dann ist das momentan noch sehr begrenzt. Das wird kommen und hält Einzug im Bereich der radiologischen Diagnostik, im Bereich der Pathologie, aber das wird in Bezug auf Therapieanwendungen noch sehr lange brauchen. Und es gibt große Unterschiede auch in den Behandlungsszenarien in Amerika, in Europa. Und diese Systeme, die beispielsweise in Amerika validiert worden sind, in der künstlichen Intelligenz auf unsere Behandlung in Europa rüberzubringen, ist nicht immer einfach. Aber es ist ein spannender Weg und ich glaube auch, dass KI dort einen Weg gehen wird. 2-3 Minuten möchte ich noch kurz die Datenbank zeigen. Ich muss mich ganz kurz wahrscheinlich nochmal einloggen, aber das geht relativ zügig. Ich greife gerade jetzt online auf unsere Tumordatenbank zu. Wir stellen den Abteilungen entsprechend Daten zur Verfügung. Was ich jetzt mal zeige, sind Daten von dem Hautkrebszentrum. Und wenn ich dort zum Beispiel wissen will, wie ist die Wartezeit während der Sprechstunde für Patienten, dann ist das ein Qualitätskriterium. Es ist nicht unbedingt ein medizinisches Qualitätskriterium, aber in Zeiten von Corona ist das auch ein Qualitätskriterium, wie lange ich warten muss. Und wenn ich die Daten ausdrücke, dann sehe ich, ich muss noch mal kurz wechseln, wenn ich die Daten anschaue, die Wartezeit während der Sprechstunde, dann ist das die Wartezeit hier für das Jahr 2019 und IT-gestützt kann ich auch einfach die Bereiche von 2014 bis 2019 darstellen und ich kriege on-time eine Darstellung, ob meine Wartezeit unter 15 Minuten ist, 15 bis 30 Minuten oder länger. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Parameter, sozusagen, sei es in der Sozialberatung oder in der psycho-onkologischen Betreuung. Man klickt da drauf und erhält die Daten sozusagen hinuntergebrochen auf den Patienten. Dann mache ich das einfach mal am Beispiel der HNO-Abteilung in einem Spital. Dort gibt es eine Startseite, wo die Abteilungsdaten direkt gezeigt werden, im Überblick, welche Tumorentitäten sie haben, wie sich das im Verlauf entwickelt hat. Das geht hin bis zu Kaplan-Meier-Analysen, das geht hin bis zu Daten, zum Beispiel die mediane Zeit zwischen Erstdiagnose und Operation, wo man auswählt und sich anzeigen kann, hat sich das verbessert oder verschlechtert, weil die Zeit zwischen Erstdiagnose und Operation ist ein qualitativer Parameter. Und wenn man dann die Daten sieht und sieht, dass man in den letzten 3 Jahren von 22 auf 18 auf 14 Tage hinuntergekommen ist, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Mit diesen Daten möchte ich schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, hoffe, eine gute Grundlage für den weiteren Kongress geboten zu haben. Danke. Herzlichen Dank, Herr Dozent Weltermann. Ich lade Sie ein, bei uns am Panel zu bleiben und wenn Sie so freundlich sind, noch ein paar Fragen zu beantworten. Warten Sie, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen dem Abstand. Ich gehe an Ihnen vorbei und stelle mich ein Stückchen woanders hin. Herr Zichner bedankt sich für den Vortrag und würde gerne wissen, ob auch Sequenzia-Daten, zum Beispiel Whole Genome oder Targeted Panel für die Patienten erhoben und die Datenbank eingefügt, um einen Überblick über vorhandene Mutationen zu haben? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben heute Möglichkeiten, ich greife die einfach auf und versuche nochmal das in einen größeren Kontext kurz zu stellen. Wir haben heute die Möglichkeit, mit Hilfe molekularer Möglichkeiten den Tumor sogenannt zu sequenzieren. Die Form der Technik nennt sich Next Generation Sequencing. Man bekommt pro Tumor ein Datenvolumen von ungefähr 3 Terabyte, also riesige Datenmengen. Und wenn man diese Daten dann analysiert, kann man sozusagen feststellen, ob im Tumor Veränderungen sind, die eventuell an der Entstehung des Tumors beigetragen haben. Aber das, was uns als Therapeuten interessiert, ist natürlich, sind dort Veränderungen dabei, die für die Therapie eine Relevanz haben. Wenn man dann diese riesigen Datenmengen von 3 Terabyte hinunterbricht, sind das in Wirklichkeit nur noch sozusagen wenige Datensätze, die übrig bleiben, die letztlich für den Patienten eine Bedeutung hat. Und wir haben für die Tumordatenbank jetzt ein Modul entwickelt, wo wir diese Daten aufnehmen können. Wir nehmen nicht die 3 Terabyte auf, weil das ist zu viel. Wir nehmen die Daten auf, wo nach bestimmten Kriterien, SCAD-Kriterien, entsprechend für den Patienten eine Relevanz besteht. Und wir sind dabei, auch ein sogenanntes molekulares Tumorboard dazu zu etablieren. Herzlichen Dank.
Es kommt noch eine weitere Frage von Herrn Schlattl. Auch er bedankt sich für den Vortrag und würde gerne wissen, ob auch Tumorgewebedaten aus Biopsien zur Verfügung stehen, zum Beispiel FFPE, für die Wissenschaft, eben für die Wissenschaft, und er schreibt dazu Schlagwort Biobank. Ja, das ist eine super Frage. Wir haben begonnen schon länger damit, nämlich im Ordensklinikum Linz mit so einer Tumorbiobank. Die Schwierigkeit, das zu implementieren, ist nicht, das Gewebe wegzufrieren oder das Material wegzufrieren, sei es Blutproben, was auch immer man sammeln möchte. Die Schwierigkeit ist immer, dass im Prozess, im Alltag, sozusagen tatsächlich der Patient, bevor er zur Operation kommt, bevor etwas gemacht wird, tatsächlich die Unterschrift erfolgt, dass der Patient sich einverstanden erklärt, dass diese Daten tatsächlich auch verwendet werden können, das Gewebe verwendet werden kann. Wir haben so etwas aufgesetzt und haben in einigen Bereichen auch daraus Publikationen entsprechend gemacht, sei es Pankreaskrebs, Brustkrebs, aber das ist etwas, was in Entwicklung ist. Wir glauben schon, dass in Oberösterreich dadurch, dass wir die Daten, die klinischen Daten sehr valide sammeln, hier eine Biobank entstehen kann, wo man tatsächlich die Daten, die in das Tumormaterial, was gewonnen wird, mit dem Outcome gut verknüpfen kann und dass wir da als auch für universitäre wissenschaftliche Forschergruppen letztlich zur Verfügung stehen können. Wenn also solche Anfragen sind, gerne kommen. Wunderbar, da passt vielleicht noch die nächste Frage dazu. Es möchte jemand wissen, wie sich die Ausbildungen im Gesundheitswesen an den vermehrten Einsatz von Daten anpassen müssen, Ihrer Einschätzung nach. Nochmal, wie sich Ausbildungen im Gesundheitswesen anpassen müssen durch den vermehrten Einsatz von Daten. Ja, also ich glaube, dass das Medizinstudium einerseits sich massiv verändern muss. Wir müssen und das passiert auch schon, die Studenten in die Lage versetzen, mit diesen Daten umzugehen. Nur weil ich einen signifikanten Unterschied finde zwischen zwei Therapieformen von 1%, heißt das noch lange nicht, dass das im klinischen Alltag tatsächlich eine Rolle spielt. Wir müssen, glaube ich, die Ärzte noch besser schulen, Effekte, die Größe eines Effektes tatsächlich interpretieren zu können. Und mit den neuen Methoden, mit den neuen Formen der Darstellung auch in der Wissenschaft, wie klinische Daten, aber auch medizinische Daten aufbereitet werden, braucht es auch dafür ein größeres Verständnis in meinen Augen. Also ich glaube, dass statistische Kenntnisse zunehmen müssen, damit wir diese Daten interpretieren können. Und das gilt natürlich auch für andere Berufsgruppen genauso, vielleicht nicht in so hohem Ausmaß. Herzlichen Dank. Ich lade Sie ein, bei uns hier am Podium zu bleiben. Wir machen da jetzt wieder so einen Abstand. Wir kommen damit zu unserem nächsten Vortragenden, den das Bild der Wissenschaft einmal als Papst und Pionier der Gentherapie bezeichnet hat. Er verbrachte mehr als 10 Jahre am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, wo er zu den Themen Onkologie, Hämatologie und Stammzellen forschte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er in Mainz und Freiburg tätig, unter anderem als ärztlicher Direktor der Abteilung Innere Medizin I der Medizinischen Uniklinik und Poliklinik des Uniklinikums Freiburg. Er ist Autor medizinischer Standardwerke zur Hämatologie und klinischen Onkologie mit den Titeln Das Rote Buch, Das Blaue Buch, das ebenfalls ein Standardwerk zum Chemotherapie-Manual ist. Ich begrüße ganz herzlich in Freiburg Herrn Professor Dr. H.C. Roland Mertelsmann. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag Künstliche Intelligenz und mathematische Modelle in der Forschung und angewandten Onkologie und Hämatologie. Ich grüße Sie aus Freiburg. Es funktioniert. Ich wäre lieber bei Ihnen. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin noch dabei hier. Können Sie das jetzt sehen? Okay, ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Vortrag. Wie Sie erwähnt haben, war ich 25 Jahre ärztlicher Direktor hier in Freiburg an der Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation. Und seit meiner Emeritierung habe ich ein altes Hobby wieder aufgegriffen, und zwar der Versuch, mithilfe von Mathematik Krebs besser verstehen zu lernen und daraus therapeutische Ideen zu entwickeln.
kurz nochmal eine Bestandsaufnahme, die wir eben schon hatten. Kurze Zusammenfassung, wo wir heute stehen im Bereich der Krebsforschung, Prävention und Betreuung. Das war ein Artikel, der kürzlich im New England Journal erschienen ist. Und wie Herr Weltermann ja bereits gesagt hat und auch bei der Einführung gesagt wurde, ist Krebs weiterhin die zweithäufigste Todesursache in den Ländern mit höherem Einkommen. 1970 wurden in den USA 625.000 neue Krebspatienten diagnostiziert, mit einer 5-Jahres-Lebenserwartung von 49%. Jetzt, 50 Jahre später, obwohl die Risikogruppe viel größer geworden ist, sind 1,8 Millionen neue Krebspatienten diagnostiziert worden, beziehungsweise werden noch diagnostiziert, mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von etwa 70%. Es ist also eine Menge erreicht worden, aber diese Zahl heißt umgekehrt auch, dass noch 600.000 Krebspatienten in weniger als 5 Jahren versterben. Deshalb der Gedanke, vielleicht mehr Mathematik in die Krebsforschung zu bringen, und kann mich da auf Immanuel Kant berufen, der gesagt hatte 1786, ich behaupte aber, dass in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist. Und ich denke, hier gibt es im Bereich der biomedizinischen Forschung Nachholbedarf. Sodass die Frage, die ich stellen möchte, kann künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, ich benutze die beiden Begriffe synonym, die Krebstherapie optimieren, vielleicht sogar den Krebs insgesamt besiegen? Mit dieser Frage möchte ich mich jetzt auseinandersetzen. Erster Schritt, wo stehen wir mit künstlicher Intelligenz in der klinischen Onkologie zum jetzigen Zeitpunkt? Es wurde eben schon darauf hingewiesen, wo die künstliche Intelligenz schon Einzug genommen hat. Und das ist überwiegend im Bereich der Diagnostik. Und dazu möchte ich nur 2 Beispiele nennen. Das eine ist die Erkennung von Lungenmetastasen. Hier hat man verglichen, was 3 Radiologen erkennen können in diesen Röntgenbildern und hat ein KI-Algorithmus entwickelt, der selbst gelernt hat, Metastasen zu erkennen. Die Qualität war vergleichbar zwischen dem KI-Agenten und dem Radiologen. Aber die Radiologen haben für die Analyse der 420 Bilder 240 Minuten, also 4 Stunden gebraucht, während der Algorithmus es in 1,5 Minuten schafft. Und das ist schon so ein erstes Zwischenfazit, dass künstliche Intelligenz Dinge machen kann, die auch Menschen machen können, aber sehr, sehr viel schneller. Ein 2. Beispiel ist die Hautkrebserkennung. Das ist wirklich ein ganz spannendes Konzept. Auch hier hat man sich die Frage gestellt, können Dermatologen, 21 in dieser Studie, Hautkrebs erkennen? Und hat einen Algorithmus entwickelt mit Hilfe von KI, der über 130.000 Trainingsbilder eine Einteilung in 750 Klassen vorgenommen hat. Und die Diagnostike Vergleichbarkeit war sehr, sehr hoch, dass dieser KI-basierte Agent Hautkrebs ungefähr genauso gut erkennen konnten wie die 21 Dermatologen. Und hier ist man jetzt noch einen Schritt weiter in den Alltag gegangen. Das ist eine Software, die von dieser Firma Skin Vision entwickelt wurde. Kann man sich auf sein Handy laden und dann ein Foto vom Muttermal machen. Und innerhalb weniger Minuten sagt einem die Software, ob es krebsverdächtig ist oder nicht. Muss man 6,70 Euro bezahlen für jede Analyse. Aber zeigt A, welche Geschäftsmodelle hier möglich sind,
aber zeigt auch, dass Bilderkennung schon sehr solide etabliert ist. Beispiel Röntgenbild, Beispiel Hautkrebs. Sodass man sagen kann, dass heute das eigentlich schon Standard ist, auch wenn es noch in den Anfängen steht, zur Metastasenerkennung in Röntgenbildern und bei der Hautkrebserkennung, wie ich kurz geschildert habe. Ein weiteres interessantes Thema ist, dass man multiple Daten aus dem Blut misst, zum Teil auch genetische Daten, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, während keiner einziger dieser Datenpunkte einem sagt, ob es Krebs ist, kann in der Gesamtschau der Daten ein Muster erkannt werden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit sagt, dass der Patient Krebs hat. Das ist Work in Progress. Diese Untersuchungen laufen im Augenblick. In der Analytik, also um Dinge besser zu verstehen, wird KI eingesetzt, um Muster in klinischen Daten zu erkennen. Risikopatienten, denken Sie an Covid, fast jede Woche eine neue Publikation, die wieder neue Kombinationen von Risikofaktoren aufgeklärt haben. Man kann damit genauso Strukturen in Krebszellen erkennen, die vielleicht alle Krebszellen gemeinsam haben und deshalb für Therapeutika gute Zielstrukturen sein könnten. Oder umgekehrt, dass man die relevanten Strukturen in bekannten und wirksamen Medikamenten besser identifizieren kann. Dieser analytische Teil ist in der Forschung, während in der Diagnostik wir doch den Übergang in den klinischen Alltag sehen. Ich möchte das Prinzip hier nochmal kurz darstellen. Wir sammeln Big Data, viele, viele Daten. Und mit Hilfe von KI erkennen wir Muster und letztendlich die relevanten Strukturen, aus denen man dann wieder entsprechende Schlüsse ziehen kann. Das macht man so mit Medikamenten, macht man das aber auch mit Krebszellen. Künstliche Intelligenz kann aber mehr als Daten analysieren. Künstliche Intelligenz kann auch die Realität beeinflussen. Das möchte ich gerne mit diesem Experiment kurz vorführen. Das ist eine Arbeitsgruppe der Freiburger Universität, der Technischen Fakultät, unter anderem mit Sascha Lange, mit dem ich viele Jahre an diesem Projekt zusammengearbeitet habe. Und hier ist die Aufgabe für den Agenten, dieses Pendel senkrecht nach oben zu stellen. Und das Einzige, was der Computer machen kann, diesen Schlitten nach links oder rechts fahren. Nach 236 Versuchen hat der Agent gelernt, das Pendel senkrecht zu machen. Ich denke, hieraus können wir sehen, dass ein KI-Agent, ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, muss auch sagen, dass ich das Prinzip verstehe, aber für die Umsetzung künstlicher Intelligenzalgorithmen mit entsprechenden Experten zusammenarbeite. Ich hatte gesagt, dass KI oder Artificial Intelligence in der Diagnostik und Analytik bereits eine große Rolle spielt. Und jetzt stellt sich eben die Frage, können wir die Fähigkeiten, die künstliche Intelligenz sich eröffnen, auch nutzen, um direkt in Real-Life Experimente und irgendwann mal in klinische Prozesse einzugreifen. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, dass die künstliche Intelligenz soll nicht von Datenbanken lernen, sondern soll in Real-Time Daten, die dem System
regelmäßig übermittelt werden, lerne. Und dann stellt sich daran die Frage, können wir ein solches System dazu nutzen, um das Wachstum von Krebszellen zu kontrollieren. Ich will noch kurz zwei Aspekte dazu sagen, warum ich denke, dass dieses ein valider und erfolgsträchtiger Ansatz ist. Wenn man sich die Vielzahl molekularer Veränderungen in Krebszellen anguckt, das ist ein Bild aus der wissenschaftlichen Zeitschrift Science vor wenigen Wochen, wo hier in Rot krebsassoziierte Mutationen sind, gelb andere Mutationen, blau ebenfalls Mutationen. Es gibt unendlich Möglichkeiten von Mutationen. Und was die Sache noch komplexer macht, ist, dass diese verschiedenen Mutationen natürlich miteinander interagieren. Sodass Dr. Califano aus der Columbia-Universität das so zusammengefasst hat, dass es mehr mögliche Interaktionen von Krebsmutationen gibt, als es Atome im Universum gibt. Da kann man sich leicht vorstellen, wie viele Experimente man machen müsste, um das aufzuklären. Die Frage ist, kann uns hier die künstliche Intelligenz helfen? Und da ist für mich das Brettspiel Go eine Metapher, die es nahelegt, dass dieser Ansatz erfolgversprechend sein kann. Denn auch bei Go gibt es mehr mögliche Positionen für die Figuren, nämlich ungefähr 2 mal 10 hoch 170 und 171 Stellen. Und auch hier wird gesagt, mehr mögliche Positionen, als es Moleküle im Universum gibt. Wir haben also die intellektuelle Herausforderung, ist beim Krebs nicht unähnlich dem Brettspiel Go. Sodass sich hier wirklich die Frage stellt, KI kann die besten Schachspieler der Welt und die besten Go-Spieler der Welt besiegen. Und bei Go gibt es mehr Positionsmöglichkeiten als Moleküle im Universum. Bei Krebsmutationen gibt es ebenfalls mehr mögliche Kombinationen als Moleküle im Universum. Sodass sich für mich die Frage stellt, kann hier die künstliche Intelligenz uns helfen, nicht nur Go zu besiegen, sondern vielleicht auch den Krebs zu besiegen. Das ist natürlich ein hochgegriffenes Ziel, aber vielleicht die helfen, die Krebstherapie zu optimieren. Mit meinen Freunden und Kollegen, zu denen auch gleich der nächste Sprecher, Jona Bödinghaus, gehört, haben wir uns seit nunmehr 10 Jahren zunächst mal mit Computermodellen von Krebs und Krebsstoffwechselwegen beschäftigt. Zunächst einmal ein Krebsmodell entwickelt, basierend auf den Hallmarks of Cancer von Hanahan und Weinberg. Haben dann das hier Gelernte umgesetzt in ein mathematisches Modell zur Leukämieentstehung und der Wettbewerb zwischen leukämischen Zellen und gesunden Zellen und haben ein Computerspiel entwickelt, um noch mehr von diesen zig Milliarden von Möglichkeiten anschauen zu können. Dann, und das ist das, wo wir jetzt seit 2 Jahren uns mit beschäftigen, ist die Frage, kann KI auch direkt in die Behandlung von Krebszellen möglicherweise einwirken und uns helfen? Das ist das Ziel, Krebszellen des Patienten. Im Augenblick machen wir es mit Krebszellkulturen. Das wird kontinuierlich, die Zellen werden kontinuierlich analysiert, den ich mal Diagnostikagenten nenne. Diese Zellen werden verschiedenen Krebsmedikamenten ausgesetzt,
in unterschiedlicher Menge, unterschiedlicher Dosierung, unterschiedlichem Rhythmus. Der KI-Agent Therapie steuert die Auswahl dieser Medikamente. Der KI-Agent Diagnostik schaut sich dann das Ergebnis an und der KI-Agent Therapie adjustiert dann die Therapie, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Und das kann sein, Zellwachstum zu optimieren oder bei Krebszellen das Zellsterben zu optimieren. Und wir gehen davon aus, dass dieses System in der Lage sein sollte, eine Medikamentenauswahl sowohl bezüglich der Medikamente, der Dosierung und der Kombination von Zellen des Patienten oder im Modellfall mit Krebszellen aus der Kultur zu erwirken. Wir haben uns in einem ersten Ansatz gefragt, wie können wir diesen Gedankengang weiter simplifizieren und trotzdem ein Konzeptbeweis zu entwickeln. Und haben uns gesagt, unser optisches Bild ist Farbe. Ob das jetzt Zellen sind oder einfach nur Farbe, ist konzeptionell gleichgültig. Und haben uns die Frage gestellt, kann ein Agent, der Diagnostik und auch Therapie steuert, die Farben so mischen, dass ein gewünschtes Ergebnis herauskommt. Das Ganze wird durch ein Mikroskop mit einem entsprechenden Farbkamera observiert und in verschiedenen Devices, hier ein Chip von EBD, aber auch in größeren Reaktoren haben wir das inzwischen getestet, ein gewünschtes optisches Ergebnis erzielen, ohne dass wir ihn programmieren. Der Agent selbst kann entscheiden, welche Farben er wählt oder welche Geschwindigkeiten er wählt. Und das Ziel des Agenten ist, ein vorher definiertes Farbergebnis zu erzielen, nicht durch Programmierung, sondern dadurch das Selbstlernen. Und das schafft unser Agent inzwischen in 10 Stunden. Und hier ein Experiment. Sie sehen hier das Bild in der Mischkammer. Wir fangen mit Weiß an, dann relativ schnell erreichen wir diese Zielfarbe. Das Dunkelhellviolett oder wie Sie es nennen mögen. Und hier ist die Farbe gemessen. Die rote Farbe, blaue Farbe, Grünfarbe. Und nach mehreren Schritten, das macht er inzwischen, nachdem er es gelernt hat zu machen, in weniger als 10 oder 20 Minuten erreicht er den gewünschten Farbton, hier mit Rot, hier mit Blau und hier mit Grün. Was beweist dies? Dass ein Agent auf künstlicher Intelligenz basierend ein gewünschtes optisches Ergebnis in einem überschaubaren Zeitraum erreichen kann. Darauf basierend sind wir jetzt dabei, das Ganze mit Zellen zu machen. Dies ist nur eine Übersicht. Hier das Mikroskop, das die Bilder erfasst. Hier die Bilder, die erfasst werden, dann analysiert werden. Die Info wird gemeldet an den Agenten, der die Pumpen steuert. Hier die Pumpen, geht wieder zurück in die Kammer. Das System funktioniert soweit. Das war gar nicht so einfach. Hat uns doch etwa 1,5 Jahre gedauert, bis die Pumpen und alles zuverlässig liefen. Ich möchte Ihnen jetzt dies ist eine Zellkultur von Brustkrebszellen, die in diesem System gewachsen sind und die wir hier nur exemplarisch versuchen abzutöten durch Einsatz eines Chemotherapeutikums. Und die Zellen, die absterben, werden rot. Das Ganze ist jetzt über 8 Stunden, sehen Sie links oben den zeitlichen Verlauf. Einige mehr Zellen. Also hier werden jetzt ungefähr 10% der Zellen abgetötet. In den künftigen Experimenten werden wir dem Agenten sagen, wir wollen
30% der Zellen abgetötet haben. Und der kann dann aus diesen vier Kanälen die richtige Medikamentenkombination wählen. Was haben wir bisher erreicht? Wir haben die Kultursysteme etabliert, die es erlauben, Langzeitkulturen zu machen, also die Zellen über Wochen und gegebenenfalls auch Monate wachsen zu lassen in Kultur, in verschiedenen Systemen, verschiedene Krebszelllinien, auch menschliche T-Lymphozyten, die auch in der Therapie heute eine Rolle spielen, und befassen uns mit Hefe als Modellorganismus. Der Agent kann in real life mit 4 Variablen arbeiten, in Computermodellen schafft er es mit mehr als 10 Variablen, also mehr als 10 Chemotherapiesubstanzen. Wir haben gezeigt, dass es mit Farbveränderungen geht. Im Augenblick laufen Experimente, auch den pH mithilfe einer optischen Analyse einzustellen, ohne Sensor, nur durch Bildanalyse. Und die Untersuchungen mit den Krebszellen laufen im Augenblick. Sodass ich zur Ausgangsfrage zurückkomme, kann KI oder Artificial Intelligence die Krebstherapie optimieren? Ich bin sicher, dass das gelingen wird. Das wird noch eine Weile dauern, aber ich denke, es ist machbar. Bisher haben all unsere Experimente geklappt, auch wenn es länger gedauert hat, als wir gehofft hatten. Wir werden den Krebs damit sicher nicht besiegen können, aber vielleicht doch einen Beitrag dazu leisten, das Schicksal unserer Krebspatienten zu verbessern. Woher kommt diese Zuversicht? Aus den ersten Experimenten, die wir gemacht haben, und aus dem Team, ein internationales Team, Dario, ein Pharmakologe aus Argentinien, Matthias, ein Elektroingenieur aus Argentinien, Professor Joschka Bödecker, Direktor des KI-Programms an der Uni Freiburg, Dr. Follow, Leiterin des Bildanalyse-Labors, Roman engagiert sich in der Zusammenarbeit-Organisation. Dennis ist Doktorand bei Professor Bödecker im Machine Learning-Bereich. Wolfgang Zimmermann berät uns in der Organisation. Das ist Jonas Bermeitinger, der die organisatorische Leitung als Ingenieur hat. Und neben ihm steht Amina Poplata aus Bosnien, die sich mit einer interessanten Frage der intelligenten Kombination alter Medikamente in der Krebstherapie befasst. Und daneben steht Avani aus Indien, die sich mit dem Modell Organismus Hefe bei uns befasst. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Professor Mertelsmann in Freiburg. Die Bandbreite der Meinungen zwischen Ihnen und dem Herrn Dozenten Weltermann scheint ja sehr breit zu sein. Ich würde daher jetzt gerne auf das kommen, was Dozent Weltermann sagte, nämlich Tumordokumentation ist Handarbeit. Sie sagen, KI wird die Krebstherapie optimieren, es ist mehr als Datenanalyse, möglicherweise kann KI wird direkt auf die Behandlung einwirken können. Ich würde jetzt gerne Sie, Herr Dozent Weltermann, fragen, was meinen Sie denn, wann, wo glauben denn Sie, was ist der erste Schritt KI, wo wird sie Einzug halten in die Versorgung von Krebspatienten? Ja, ich glaube, das hat Kollege Mertelsmann in seinem Vortrag perfekt gebracht. KI im Bereich der Diagnostik hält Einzug, wird kommen, wird weitergehen. Und ich finde, er hat es sehr schön auch gezeigt, dass der Ansatz, wie man KI jetzt in dieses therapeutische Setting hineinbekommen soll, tatsächlich aus einem sehr stark wissenschaftlich orientierten biologischen Verständnisansatz herauskommen muss und nicht, indem man Daten der Tumordokumentation nimmt oder irgendwelche Krankenhausinformationsdaten und daraus glaubt, wenn man da KI drüber laufen lässt, Algorithmen dann besser erkennen zu können, wie man Patienten behandeln soll. Und insofern kann ich das, was er tut, ich finde das faszinierend, toll. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz.
Ich denke, alle, die sich mit Zellkultur, mit solchen Dingen beschäftigen, wissen um die Schwierigkeit, wie man solche Experimente, ob das übertragbar ist, tatsächlich auf den einzelnen Patienten. Das werden wir sehen. Wir wissen, dass Tumorzellen ja nicht ein Tumorverband ist, wo nur Tumorzellen drin sind, sondern das ist ein Tumorgewebe, besteht aus vielen verschiedenen Zellen. In Zellkulturen haben wir halt natürlich nur die Tumorzelle. Kollege Bartelsmann weiß das alles viel besser als ich, aber ich wollte einfach nur noch mal sagen, die Komplexität ist so hoch, aber genauso muss man beginnen mit der Tumorzelle selber, mit wirklich systematischer Forschung, ob KI dort tatsächlich unsere klassischen Wege, wie wir auch mit Zellkultur bisher umgegangen sind, verbessern kann. Danke. Herr Professor Mertelsmann, die Frage kommt, wie lange wird es denn dauern? Welche Zeiträume müssen wir denn erwarten, bis die KI in die Onkologie Einzug hält? Reden wir da über 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre? Was wird sich morgen ändern, was heute noch nicht vorstellbar ist? Da zitiere ich am liebsten Mark Twain. Prognosen sind schwierig, besonders wenn es um die Zukunft geht. Aber mehr auf einer ernsten Schiene. Man hat nicht geglaubt, dass das Go-Spiel so schnell vom Computer erlernt werden kann. Man hat damit gerechnet, dass das 50 bis 100 Jahre dauert. Und es hat nach dem Durchbruch beim Schach, hat es 20 Jahre gedauert. Und wenn ich jetzt die Analogie nehme, Krebs hat gewisse Parallelen zum Go-Spiel, dann brauchen wir vielleicht 10, 15 Jahre, bis sich die volle Wirksamkeit einsetzen lässt. Ich denke, dass es in kleinen Schritten schon schneller geht, denn wie Ihr Kollege gerade gesagt hat, Zellkulturen sind nicht banal. Es gibt so unendlich viele Dimensionen, die man berücksichtigen muss. Und so ein KI-System kann Experimente machen, die per Hand Jahrzehnte dauern würden. Ich denke also schon, dass sich die Entwicklung dadurch außerordentlich beschleunigen kann, und das beginnt in der Medikamentenentwicklung schon jetzt. Wird es einen großen Durchbruch geben, sozusagen die bahnbrechende Entwicklung, oder wird es viele kleine Schritte in die richtige Richtung geben? Was ist da Ihre Prognose? Wollen Sie erst anfangen? Okay, also ich glaube, wir haben in der Vergangenheit sehr schön gelernt, dass schrittweise kleine Schritte die wahrscheinliche Variante sind, wie sich Entwicklungen in der Medizin ergeben. Und ich glaube, auch durch KI wird jetzt nicht sozusagen, werden die kleinen Schritte auch kleine Schritte bleiben. Also es wird stückchenweise sich weiterentwickeln. Und manchmal hat man Erfolge wie sozusagen das beispielsweise Imatinib bei der CML. Manchmal hat man Erfolge in der therapeutischen Entwicklung, die viel größer sind, aber die meisten Schritte, die gemacht werden, sind kleine Schritte, und ich glaube, auch so wird die Zukunft sein. Ich denke auch, es wird immer mal wieder so Leuchtturmsituationen sein wie Imatinib. Und jetzt war gerade im neuesten New England Journal Linatumomab bei der chromosompositiven ALL dramatische Ergebnisse zusammen mit dem Kinase-Inhibitor. Das heißt, ich will nicht ausschließen, dass es hier und da doch dramatische Fortschritte gibt. Aber das ist nicht planbar. Und wenn man denkt, Imatinib hätte es nicht gegeben ohne die Fortschritte in der Chemie und in der Molekularbiologie. Wir bereiten hier eigentlich den Boden für vielleicht hier und da einen Durchbruch. Herzlichen Dank. Es gibt jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, mich noch einmal bei beiden Herren herzlich zu bedanken, insbesondere bei Ihnen, Herr Dozent Weltermann. Sie haben mir vorher gesagt, Sie müssen ein bisschen früher weg und können daher nicht zur Gänze hier bleiben. Deswegen schon jetzt herzlichen Dank. Wir kommen damit zu unserem nächsten Vortragenden. Er beschäftigt sich mit der Frage, ob maßgeschneiderte Algorithmen in der Krebsforschung und Biomedizin Lösungsansätze bringen.
Vortragender ist der Leiter des KI-Entwicklungsteams am AF-Institut. Er ist KI-Architekt, Software-Spezialist, Experte für Softwareentwicklung und hatte auch eine Zeit lang sein eigenes Unternehmen, das er aber bereits 2014 wieder verkaufte. Sein Fokus war in weiteren Führungspositionen immer maschinelles Lernen. Ich begrüße jetzt Herrn Magister Jona Böttinghaus in Freiburg. Sein Vortrag trägt den Titel Künstliche Intelligenz in der Krebsforschung und Biomedizin. Herzlich willkommen, Herr Magister Böttinghaus. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Die, ob KI Krebs besiegen kann, werden wir sehen, wie gehört. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die KI-Forschung und die KI-Anwendung in der letzten Zeit enorme Fortschritte gemacht hat und dass ein Riesenpotenzial in KI-Methoden und Algorithmen liegt. Die Disziplin Künstliche Intelligenz ist gerade in einer Phase, wo sie erwachsen wird, würde ich sagen. Die KI-Forschung und KI-Algorithmen gibt es ja schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Das wird euch oft übersehen, da gab es schon viele sehr, sehr interessante Möglichkeiten mit Expertensystemen und Regelsystemen, die auch zur KI gehören. Was jetzt neu ist und was jetzt auch den aktuellen Höhenflug, der ja sehr, sehr andauernd ist und auch andauernd sein wird, der KI befeuert, ist diese Disziplin der Künstlichen Intelligenz, die sich maschinelles Lernen nennt. Also eine Disziplin, die ganz stark von Daten ausgeht und aus Daten lernt. Diese Disziplin hat drei Gründe, warum es jetzt so gut funktioniert. Zwei offensichtliche. Das ist einmal die großen Datenmengen, die erst heutzutage durch die technischen Systeme und auch durch solche Initiativen wie standardisierte Datensammlungen, Data Warehouses und so weiter, vorhanden sind. Das gab es vorher einfach nicht. Und leistungsstarke Rechner, die überhaupt in der Lage sind, diese Daten zu verarbeiten. Und gerade bei der KI und beim maschinellen Lernen ist es ja so, dass diese Daten nicht nur einmal verarbeitet werden, sondern in diesem Trainingsprozess, wie das heißt, immer und immer wieder. Und deshalb bedarf es da wirklich sehr, sehr starker und schneller Hardware auch. Und der dritte Punkt, und das wird oft so ein bisschen übersehen, ist der sich auch darauf bezieht, KI gibt es schon seit 1950 mindestens. Es gibt tatsächlich enorme Fortschritte in der Computerwissenschaft. Es ist sind nicht nur die Daten und die Compute Power, sondern es sind tatsächlich auch die Computerwissenschaftler und Informatiker, die nicht untätig waren, trotz der vielen Rückschläge und Methoden entwickelt haben, die es jetzt tatsächlich erlauben, mit solchen großen Datenmengen auch umzugehen. Das sind, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, insbesondere diese tiefen neuronalen Netze, von denen man öfter auch liest, die einfach eine bestimmte besondere Form des maschinellen Lernens sind, die es eben ermöglichen, sehr viel mit sehr viel größeren Datenmengen umzugehen und auch sehr viel robuster mit Daten umzugehen. Also quasi sich nicht so direkt aus der Bahn werfen zu lassen, wenn die Daten mal nicht ganz gleichförmig oder perfekt aufbereitet sind. AF-Institut hat auch schon ein paar sehr schöne Beispiele zu präsentieren in der Anwendung von KI für die Krebsforschung, aber auch die Praxis. Hier eine kleine Auswahl. Wir sehen links oben ein Diagramm oder Schaubild des Krebsregisters, einer Krebsdatenbank, die im AF-Institut erstellt wurde, ganz ähnlich, wie heute Morgen gesehen, aus dem Bedürfnis, einfach überhaupt Datensammlungen zu standardisieren. Denn nur, wie eben schon gehört, wenn ich strukturiert Daten in Onkologie erfasse, kann ich sie auch mathematischen Algorithmen überantworten und da vernünftige Informationen rausziehen. Das heißt, diese Krebsdatenbank liefert standardisierte Schnittstellen zu vorhandenen Systemen und bietet die Möglichkeit, diese Daten, die da gesammelt werden, auch für die Analyse zu nutzen. Kaplan-Meier-Plots sind auch integriert und die Hoffnung ist damit auch dann weitergehende erweiterte Analysen bis hin zum maschinellen Lernen anstellen zu können.
Dann haben wir links unten dieser bunte Kugelhaufen. Das ist eine Visualisierung einer Einbettung. Da wurden Genexpressionen, sehr viele Genexpressionen, 20.000 von mehreren tausend Patienten mit so einem tiefen Netz gelernt und eingebettet. Das heißt, dieses neuronale Netz hat quasi die räumliche Ähnlichkeit dieser Datenpunkte gelernt, und zwar nur anhand der Genexpression. Und im Anschluss wurden dann die Farben, die man hier sieht, drüber gelegt. Die Farben kodieren die Diagnostik, also die Krebstypen in diesem Fall. Und was, glaube ich, schön zu sehen ist, dass die räumliche Anordnung dieser Punkte tatsächlich ziemlich gut zusammenfällt mit der Farbkodierung. Was nichts anderes heißt, als dass das Netz selbstständig nur aus den Daten gelernt hat, die so zu gruppieren, dass sie tatsächlich mit der Diagnostik übereinstimmen. Was im Umkehrschluss dann wiederum bedeutet, dass man sowas wie Ausreißer, also vielleicht Falschdiagnosen oder auch Untergruppierungen erkennen könnte, die dann wiederum Experten, medizinische Experten, Onkologen bewerten können, ob da vielleicht weiter geforscht werden kann oder ob da die Diagnostik nochmal angefasst werden sollte. Dann haben wir rechts unten mal ein Bild von dem Projekt, was wir bei Mertelsmann auch gerade gesehen haben. Ein Blutmodell, ein Hämatopoese-Modell, also eine mathematische Formulierung des Blutwachstums, wo eben dann die Hoffnung ist, über das mathematische Modell mehr über die Prozesse zu lernen und sich da dann auch, so ähnlich wie bei LabMate, auch etliche Stunden im Labor zu sparen und mit dieser mathematischen Formulierung des Problems schneller voranzukommen, als wenn man alles selbst ausprobieren müsste mit Handarbeit im Labor. Oben rechts auch ein Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, damals sogar. Da geht es um eine Ähnlichkeitssuche in Dokumenten. Das ist ein ganz spannender Punkt, der durchaus auch mit wenigen Daten funktioniert. Und ich stimme Herrn Dr. Weltermann durchaus zu, maschinelles Lernen braucht im Grunde immer Big Data. Aber hier ist ein schönes Beispiel, wo diese Big Data auch aus wenigen Datenpunkten kommen, nämlich aus wenigen Arztbriefen. Und was hier gemacht wurde, ist, die Software hat anhand relativ weniger Daten, Arztbriefen in diesem Fall, Sprachmodelle gelernt. Und diese Sprachmodelle erlauben jetzt dem Anwender, einen Arztbrief, also hier Briefe der Onkologie, der Software zu übergeben. Und die Software präsentiert dann bis zu 10 ähnliche Arztbriefe. Was soll das Ganze? Das dient einfach der tatsächlichen Unterstützung des praktizierenden Arztes, weil viele Therapien einfach auch aus Erfahrung schöpfen und es dann einfach interessant sein kann zu sehen, was wurde denn bei ähnlichen Fällen in der Therapie zum Beispiel gemacht oder was waren da so die Parameter und die Verläufe. Das heißt, das wird ein sehr schönes Beispiel, wie KI hier tatsächlich in der praktischen Arbeit auch Unterstützung bieten kann. Jetzt ist eine spannende Frage, wenn KI doch so toll ist und so erfolgreich und so wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, warum ist denn tatsächlich dann KI noch nicht längst überall ausgerollt und überall tatsächlich produktiv im Einsatz, gerade in so etwas kritischeren und wichtigen Bereichen wie der Onkologie? Nun, das liegt natürlich zum einen, da stimme ich meinen Vorrednern hundertprozentig zu, an oft den falschen Fragestellungen. Also KI wird oft auch ein bisschen betrachtet als diese magische Blackbox, wo man ein paar Daten reinschüttet, dann ordentlich schüttelt und dann kommt was ganz Tolles dabei raus. So ist es nicht. KI kann nur dann funktionieren, wenn die Fragestellung, die KI-Lösung beantworten soll, richtig gestellt ist. Und wenn auch ganz klar einem wissenschaftlichen Prozess gefolgt wird, um diese Methoden zu implementieren. Das ist der eine Aspekt. Es gibt auch einen anderen Aspekt, und das ist der KI in der Praxis besonders schwierig macht. Es ist eben doch noch eine relativ junge Disziplin, die auf viele Vorbehalte stößt, die unter anderem oft auf den Vorbehalt stößt, dass hier Menschen, vielleicht sogar Ärzte, ersetzt werden. Und
nicht nur als Unterstützung dient, sondern wirklich auch ja, Jobs wegnehmen und so in Prozesse eingreifen, dass dann Automatisierung oder so stattfinden soll, die zum einen gar nicht erreichbar ist mit aktuellen Methoden, zum anderen aber als Bedrohung permanent im Raum steht. Und das ist ein Grund, der oft dazu führt, dass eben Projekte gar nicht angefangen werden. Weiterer großer Grund ist der Datenschutz. Gerade im medizinischen Umfeld und in Kliniken ist der Datenschutz ein Riesenthema, völlig zu Recht. Und wenn ich mit datengetriebenen Algorithmen nicht mit Daten arbeiten kann, weil ich aus Datenschutzgründen nicht auf sie zugreifen kann, dann stellt mich das natürlich vor große Probleme. Es gibt einen schönen Satz, der kommt aus vielen IT-Projekten. Mein Unternehmen hat mehr Piloten als die Lufthansa oder vielleicht als die Auer. Das mag zu Corona-Zeiten vielleicht nicht mehr ganz so richtig sein, aber das drückt schon aus, dass gerade auch im KI-Bereich, wo dieser Satz sehr wahr ist, sehr viele Pilotprojekte gemacht werden. Also es gibt sehr viele spannende Ideen, was man mit KI anstellen kann. Es gibt auch sehr viele Versuche und eben Pilotprojekte, das umzusetzen. Aber das dann wirklich auf die Schiene zu bringen und wirklich zu operationalisieren, ist eine Riesenherausforderung, die oft einfach nicht funktioniert. Genau, wie kann man das lösen und was sind die Probleme? Erstmal muss man verstehen, Machine Learning als die wichtigste Disziplin, die neuartige Disziplin der KI, basiert, wie gesagt, auf Daten. Machine Learning ist nichts anderes als Algorithmen, die aus Erfahrung lernen. Also die folgen nicht einprogrammierten Regeln, sondern die lernen aus Erfahrung in dem Sinne, dass sie von Trainingsdaten lernen und dann auf der Basis von Trainingsdaten, also Daten, die man dem Algorithmus gibt, Entscheidungen oder Vorhersagen treffen. Das heißt, wenn ich mit diesen Daten umgehen möchte und wenn ich diese Algorithmen vernünftig in Produktion stellen möchte und tatsächlich anwenden möchte, dann muss ich ein Regelwerk dafür definieren und muss als Mensch hergehen und sagen, das sind die Kriterien, nach denen KI und die maschinellen Lernalgorithmen funktionieren sollen und nach denen sie sich richten sollen, damit dann auch erfolgreich und vertrauensvoll damit gearbeitet werden kann. Gerade die Regulierung ist ja in vielen Industriebereichen schon sehr, sehr etabliert und die ist sehr wichtig, auch wenn sie vielleicht erstmal nervig erscheint oder als Hindernis erscheint, aber die ist sehr wichtig, weil mit der Regulierung auch eine Standardisierung kommt und gleichzeitig natürlich auch Prozesse dadurch einfach funktionieren. Ich kann mich an Regeln halten und bin dann sicher, dass die Prozesse sauber durchgeführt werden können. Ich kann sie überprüfen und ich kann sicher sein, dass die Dinge, die entwickelt wurden, tatsächlich auch das tun, was sie tun. Also gerade in den Ingenieurswissenschaften und den produzierenden Gewerbe ist es gar nicht anders denkbar. Ich kann nicht einfach irgendwas machen, ohne Standardprozessen zu genügen. Sonst würden die entwickelten Produkte oder Prozesse einfach nicht funktionieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dahin muss KI kommen, wenn sie wirklich erwachsen werden will, wenn sie wirklich einen aktiven Beitrag und auch wirklich großflächig leisten möchte, auch im Onkologiebereich, dann muss sie diesen Regeln folgen, sie muss der Regulierung näher kommen. Und deswegen möchte ich heute ein wenig über ethische KI und vertrauenswürdige KI sprechen. Und Ethik ist so ein Punkt. Ethik kann natürlich nur vom Menschen kommen. Ethik an sich ist schon ein philosophisches Prinzip. Was ist gut, was ist richtig? Das sind Aussagen, die kann nur ein Mensch treffen. Die wird niemals eine nicht bewusste Maschine treffen. Also selbst wenn gewisse Prognosen stimmen, dass KI irgendwann mal und Computer irgendwann mal so intelligent werden, im Sinne von leistungsfähig, kognitive Aufgaben wie Menschen, was ich durchaus geneigt bin zu glauben, wird KI von sich heraus nie sowas entwickeln wie ein ethisches Bewusstsein oder ein Moralbewusstsein. Und wenn KI Menschen unterstützen soll und menschliches Leben besser machen soll, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dann muss dieser ethische Code oder diese ethischen Regeln von den Menschen kommen und
Die Aufgabe ist dann, KI-Anwendungen so zu gestalten, dass diese Anwendungen eben genau diesen ethischen Regeln genügen. Es gibt da schon einige interessante Vorschläge von der OECD zum Beispiel, auch von der EU, die dann interessantes Forschungsgruppe versammelt hat und auch interessante Vorschläge schon gemacht hat. Da geht es vor allem dann um sowas wie Regeln wie, dass immer der Mensch zuerst kommen muss. Der Mensch muss also eine Aufsicht haben über die KI-Algorithmen und muss auch das letzte Wort haben. Da gibt es so Sachen wie Transparenz und Zurechenbarkeit. Das heißt, alles, was die KI macht, muss tatsächlich nachvollziehbar sein und muss auch der KI oder dem KI-Algorithmus zuschreibbar sein. Das ist gar nicht so ohne dieser Punkt, weil diese Blackbox-Thema ist ja schon ein wichtiges, gerade im maschinellen Lernen, wenn das eben, wie ich gesagt habe, Algorithmen sind, die ja nicht regelbasiert funktionieren, sondern aus Daten gelernt haben, dann ist eben die Entscheidungsfindung oft erstmal von außen betrachtet intransparent. Es ist nicht intuitiv oder auch überhaupt nicht offensichtlich klar, woher denn jetzt die KI-Anwendung ihre Entscheidung nimmt und was denn tatsächlich die echten Gründe und vielleicht sogar kausalen Gründe für diese Vorhersage oder diese Entscheidung sind. Das ist ein wichtiges Kriterium. Weitere sind soziale und Umweltgerechtspunkte. Weiteres ist ganz wichtig, Diversity, also Gleichberechtigung und Fairness. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass KI, da sie ja mit Daten gefüttert wird, nicht mit, so mit Daten gefüttert wird, dass in den Daten selbst Vorurteile drinstecken, was sehr, sehr leicht passieren kann. Da gibt es viele recht erschreckende Beispiele, gerade in der Gesichtserkennung, wo Algorithmen auch von Microsoft, die letztens erst ihre KI-Anwendung dafür zurückgezogen haben, eben sehr viel eher helle Hauttypen erkennt oder als für besondere Klassen einordnet als dunklere Hauttypen. Sowas darf natürlich nicht passieren. Und ein letzter Punkt, und auf den möchte ich jetzt im Weiteren ein bisschen näher eingehen, ist der Datenschutz. KI, wenn sie denn auf Daten basiert, kann nur dann erfolgreich sein und auch wirklich funktionieren, wenn sie dem Datenschutz genügt. Und das ist ein Thema, was deswegen auch so wichtig ist, weil Daten heutzutage in dem Internetzeitalter, in dem wir leben, eine enorme Bedeutung hat. Wer Daten besitzt, hat Macht. Und auch die persönlichen Daten, auch meine eigenen Daten, zu schützen, heißt im Grunde nichts anderes, als in unserer Gesellschaft frei zu sein. Ich kann nur selbstbestimmt leben, wenn ich meine Daten unter Kontrolle habe, im Sinne von, ich weiß, was mit diesen Daten geschieht. Ich gebe sie nicht einfach blind in irgendwelche Hände und womöglich sogar in die Hände einer KI, die ich nicht verstehe, und bin damit die wichtigsten Informationen über mich selbst los, weil eins ist klar, ob die KI irgendwann Menschen ablöst in irgendwelchen Bereichen, kann nicht beantwortet werden, Stand heute. Aber dass KI und Computeralgorithmen irgendwann so gut werden, dass sie auch menschliche Emotionen, menschliche Gefühle, menschliche Bedürfnisse sehr, sehr präzise und womöglich irgendwann präziser als unsere Mitmenschen werden lesen können, das halte ich für ausgemacht. Und damit umzugehen, ich will gar nicht sagen, davor sich zu schützen, aber damit umzugehen, muss zunächst mal und zuvorderst heißen, dass ich die Daten kontrolliere. Ich muss wissen, was ist denn die Grundlage dieser Entscheidungen und wie kann ich beeinflussen, wie ich mit dieser Grundlage umgehe. Wir haben gemeinsam mit dem AF-Institut hierfür eine Lösung, einen Rahmen gebaut, der den Umgang ganz spezifisch für die KI-Entwicklung mit Daten neu definiert. Wenn ich also Algorithmen des maschinellen Lernens entwickeln möchte, dann brauche ich Daten dafür, logischerweise. Die herkömmliche Methode ist, diese Daten zu nehmen, dem Analysten oder dem KI-Entwickler sozusagen auf den Schreibtisch zu legen, plump gesagt. Und dann geht der ganze Prozess los und die KI-Modelle werden entwickelt, die werden trainiert.
werden getestet und werden irgendwann veröffentlicht. Dieser Prozess ist aus vielen Gründen sehr gefährlich für den Datenschutz. Zum einen fangen wir mal hinten an. Veröffentlichte KI-Modelle, also Modelle, die schon den Prozess durchlaufen haben und jetzt im Einsatz sind, die haben ja aus den Daten gelernt. Das heißt nichts anderes, als dass die Information, die in diesen Daten drin steckt, jetzt im Modell stecken. Das heißt, auch wenn ein Modell gar nicht mehr aktiv auf die Daten zugreift, aber Vorhersagen trifft in der echten Welt, in einem Prozess eingebettet als Service irgendwo in einem Prozess, dann basiert das auf diesen Daten und auf den Informationen dieser Daten. Und diese Daten, wenn sie nicht vernünftig geschützt wurden, vorher schon im Trainingsprozess, sind dann öffentlich, können abgefragt werden. Und vorne angefangen, gleiches Thema, die Daten, die ich reinstecke, müssen aus genau diesem Grund sicher sein. Ich muss sicher gehen, dass diese Daten eben wirklich nichts verraten, was sie nicht verraten sollen. Und der herkömmliche Ansatz dafür ist, ich anonymisiere Daten eben. Ich streiche personenbezogene Informationen zum Beispiel aus diesen Daten heraus. Das reicht oft nicht. Es gibt viele und erschreckende Beispiele, die zeigen, dass aus scheinbar vollständig anonymisierten Daten, und das scheinbar ist ein scheinbar, was heißt, das haben Juristen, und zwar alle, widerspruchslos als vollständig anonymisiert anerkannt, dass aus diesen anonymisierten Daten mit unter Zuhilfenahme von ein bisschen mehr anderen Informationen tatsächlich Personen identifiziert werden konnten. Es gibt zum Beispiel einen Gesundheitsdatensatz aus Australien, wo eine Forschergruppe gezeigt hat, dass aus anonymisierten Gesundheitsdaten der australischen Regierung Personen extrahiert werden konnten. Das heißt, die Forscher konnten sagen, welche Menschen tatsächlich hinter diesen Datensätzen, anonymen Datensätzen der australischen Regierung stehen, hochsensible Gesundheitsdaten. Das ist ein krasses Beispiel dafür, wie Datenschutz im Zusammenhang mit KI schieflaufen kann. Und deswegen haben wir eben eine Methode entwickelt oder einen Rahmen entwickelt, der darauf beruht, dass wir das Prinzip umdrehen. Wir bringen die Daten nicht zur Analyse, sondern wir bringen die Analyse zu den Daten. Das heißt, die Daten bleiben dort, wo sie sind. Wir nennen das Datenquarantäne. Die bleiben auf zum Beispiel den Rechnern der Klinik, da gehören sie hin. Und wenn eine Analyse, das können mathematische Modelle sein, das können Auswertungen sein, das kann aber auch dann eben eine KI-Algorithmik sein, auf diesen Daten durchgeführt werden sollen, dann kommt die Analyse zu diesen Daten. Die wird da sicher durchgeführt. Da gibt es noch bestimmte Zusatzmöglichkeiten, das besonders sicher zu machen. Differential Privacy ist hier ein interessantes Thema. Und dann sorgt die Plattform dafür, die wir entwickelt haben, dass die Antworten, die dann rausgehen, also die Ergebnisse dieser Analyse, so überprüft werden, dass sie eben datenschutzkonform sind, dass sie nichts verraten, was nicht verraten werden darf. Und das passt erstaunlicherweise, auf den ersten Blick erstaunlicherweise, sehr gut zu dem Anspruch, den die allermeisten KI-Anwendungen ohnehin an sich selbst stellen. Denn wenn ich statistische Analysen über Daten mache, und KI und Machine Learning ist nichts anderes als erweiterte Statistik, dann möchte ich ja nicht wissen, welche Eigenschaften ein bestimmter Datensatz oder ein bestimmter Patient hat. Das interessiert vielleicht den Therapeuten im konkreten Moment, aber das interessiert die allgemeine statistische Analyse eines Datensatzes nicht. Die möchte wissen, was ist der Zusammenhang zum Beispiel von Alter und Sterblichkeit bei Krebserkrankungen. Und wenn ich es also schaffe, diese allgemeine Information aus den Daten rauszuholen und der KI verfügbar zu machen und die einzelnen Datenpunkte der Menschen in dem Fall zu schützen, dann habe ich in dem Sinne das Ziel erreicht, echten Datenschutz in der KI implementiert zu haben und kann damit sozusagen dann auch wirklich in dem Vertrauen darauf, dass die Daten vernünftig geschützt sind, ordentlich arbeiten. Beispiel, was man mit diesem Ansatz machen kann oder dem wir dann auch gefolgt sind in diesem Ansatz, ist diese
der AFI Anonymizer, wie wir ihn genannt haben, wo es darum geht, eben auch mit sensiblen Daten zu arbeiten und sie dann in dem Fall zu veröffentlichen. Das ist also einer der, wie ich finde, wenigen wirklich vernünftigen Anwendungsfälle für Anonymisierung. In dem Fall ging es darum, Gerichtsdokumente, das können aber auch alle anderen Dokumente sein, zu veröffentlichen, und zwar so zu veröffentlichen, dass persönliche Daten geschützt werden, also rausgestrichen werden, dass aber bestimmte andere Daten, wie zum Beispiel der Name des Richters oder zumindest die Vornamen, erhalten bleiben. Das heißt, was haben wir da gebaut? Innerhalb dieser sicheren Umgebung eine Lösung, die Daten verarbeiten kann und dann über Machine Learning Modelle, Sprachmodelle, Entitäten erkennt. Entitäten sind Namen, Orte, Begriffe, und diese Entitäten eben darstellt in dem Dokument, und der Mensch, der Analyst, kann jetzt hier diese Software benutzen, um die Entitäten zu schwärzen, also um zum Beispiel hier den, wie heißt der, Elmar Samsinger in diesem Beispiel, den Richter rauszustreichen, die, das ist ein veröffentlichtes Urteil, ist kein Datenschutzbruch hier, die diese Information sozusagen zu schwärzen, sodass dann das Dokument tatsächlich herausgegeben werden kann. Also man sieht hier zwei wichtige Elemente. Einmal, die Entwicklung findet in einem sicheren Rahmen statt. Ich stelle sozusagen Privacy by Design schon durch die Entwicklung, garantiere ich, dass die Datenschutzkriterien eingehalten werden. Und ich habe ja auch dieses Element der Human Oversight, also der Mensch ist derjenige, der am Ende entscheidet, was veröffentlicht werden kann. Der Mensch hat das letzte Wort, weil nur er entscheiden kann, was ist denn tatsächlich richtig und was ist schützenswert an der Stelle. Zusammenfassend komme ich zum Ende, kann man sagen, die KI bietet riesige Möglichkeiten. Also wenn ich zum Beispiel die Textmodelle nehme, die wir auch bei diesem Affinity Referencer, dieser Arztbrief-Ähnlichkeit gesehen habe, was ja ein super spannendes Produkt ist, was im Grunde überall dort eingesetzt werden kann, wo ein praktizierender Arzt zum Beispiel Informationen gewinnen möchte aus textbasierten Daten. Also auch in dem Beispiel, ich habe ein Krankenhausinformationssystem, wo viele Daten drin liegen, viele vielleicht unstrukturiert und vielleicht noch nicht mal Big Data, sondern auch Small Data, aber ich möchte einfache Möglichkeit haben, kontextbasiert aus diesen Dokumenten Informationen herzuleiten. Das sind Sachen, da kann KI wunderbar helfen mit solchen Textmodellen. Und das funktioniert dann besonders gut und kann dann eben auch wirklich in der echten Welt sozusagen wirklich in der Klinik implementiert werden, wenn diese ethischen Grundsätze für die KI-Entwicklung, aber auch für die KI-Freigabe, also für die KI, die Publikation sozusagen der KI-Algorithmen betrachtet werden. Wenn ich diesen Grundsätzen der vertrauenswürdigen, vertrauensvollen und ethischen KI folge, dann kann KI tatsächlich einen großen Beitrag leisten, das Leben von vielen Menschen besser zu machen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Magister Bödinghaus, für den Einblick, was künstliche Intelligenz kann. Es gibt dazu einige Fragen, die sich insbesondere um den Themenkreis Datenschutz drehen. Und ich würde Sie jetzt einfach bitten, dass wir nochmal zusammenfassen oder scharf stellen. Wir haben große Datenbestände, wir haben ethische Determinanten und wir haben die Frage, wie können große Datenbestände für Forscher geöffnet werden, so dass diese ethischen Determinanten erhalten bleiben. Können Sie das nochmal präzisieren, so um diesen Fragenkreis? Mhm. Genau. Also, wie gesagt, die Grundidee ist, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, den Datenschutz wirklich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, es gibt da Methoden wie zum Beispiel die Anonymisierung und das reicht dann schon aus. Ich muss nur irgendwie die Daten ein bisschen verändern und dann ist dem Datenschutz schon Genüge getan, sondern ich muss den Datenschutz wirklich ernst nehmen und die Daten grundlegend schützen. Und das geht meiner Meinung nach eben nur, wenn ich die Analytik zu den Daten bringe, also sprich die Algorithmen wirklich bei den Daten ausführe
und mir dann die Ergebnisse angucke. Und erst wenn ich die Ergebnisse nach eben bestimmten ethischen Kriterien bewertet habe, kann ich sozusagen sicher sein oder kann ich als Mensch entscheiden, ja, hier kann ich guten Gewissens auch in die Veröffentlichung gehen und die Algorithmen dann freilassen, sozusagen. Und die Daten sind geschützt. Genau. Gut. Herr Magister Böttinghaus, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Vortrag. Sie sind ja jetzt auch bei der anschließenden Diskussion dabei. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur abschließenden Diskussionsrunde und ich darf Ihnen einen weiteren Teilnehmer der Diskussionsrunde vorstellen. Das ist der Herr Universitätsprofessor Walter Scherer. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Universität Salzburg. Er hat in den letzten 20 Jahren Universitätslehrgänge MBA und MIM an der Business School, der Salzburg Business School geleitet. Und er wird uns erzählen, was Innovationen für Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Und insbesondere sind wir sehr gespannt, was die sechste lange Welle ist. Last but not least darf ich Ihnen den Moderator und Vortragenden zum Impulsstatement vorstellen. Das ist Herr Universitätsprofessor, Diplomingenieur Dr. Dr. H.C. Armin Scheuer vom Institute of Information Systems Engineering der TU Wien. Seine Hauptforschungsgebiete sind das Semantic Web, Sicherheit, Software Engineering, Information Systems, Grid Computing und er ist auch in zahlreichen Institutionen in leitender Funktion, etwa als Vice Chairperson der United Nations Commission on Science and Technology for Development und er ist Vizepräsident des Infotherm, das ist das International Information Center for Terminology. Herr Professor Scheuer, ich darf Sie bitten, wir freuen uns auf Ihr Impulsstatement und Herr Professor Scherer darf ich auch gleich zu mir bitten, vielleicht können Sie dann gleich hier Platz nehmen. Es ist eigentlich fast alles schon gesagt worden, sodass ich vielleicht nur ergänzen kann, was ich für wichtig halte. Was vielleicht eine Hoffnung ist, der Kollege vorher hat gesagt, die Daten sind so wichtig aus Linz. Ich habe mit ihm vorher auch noch gesprochen und deswegen ist der Data Warehouse Ansatz wichtig. Und AI kann nur mit kleinen Schritten einen Beitrag leisten. Das ist, glaube ich, für die unmittelbare Zukunft sicher richtig. Ich habe mit ihm dann nachher noch gesprochen und gesagt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel diese 3 Terabyte Daten vor Future Cancer und so dazu nehmen würden, dann hätten wir wirklich very big data. Ne? Weil der Kollege hat ja gemeint, wir haben noch. Und das ist vielleicht etwas, was zusätzlich kommt. Ja, für den Praktiker, für die unmittelbare Wirkung für Patienten heute hat vielleicht so manches noch nicht diese Bedeutung. Ich habe selber auf dem Gebiet vor langer Zeit publiziert und das sind genau diese Kaplan-Meier-Kurven und so, von denen er gesprochen hat. Und der Chirurg oder Practitioner hat sich ja daran zu halten. Man hat die DNM-Klassifikationen und aus diesen Daten kann man vielleicht sogar DNM-Klassifikationen ändern und so weiter. Und das ist noch nicht AI. Und jetzt kommt AI dazu und wir haben da mehrere Beiträge gehört und das könnte vielleicht etwas bringen. Und die Ansätze dazu sind ja da. Vor allem in die Richtung, dass man neue Zusammenhänge findet. Etwas, was mir auch noch gefehlt hat, damit man vielleicht eine Diskussion dann nachher hat, ist, was kann AI vor allem zur Prävention von Krebs wirken? Und da glaube ich wieder, dass sehr vieles durch Analyse sehr großer Daten abgeleitet werden kann.
dass man sagt, also bei der Lebensweise oder bei der, da gibt es ja Zusammenhänge, die man auch statistisch schon kennt, also die und die Schwermetalle können das und das bewirken, was nicht so toll ist, oder Radioaktivität, also in der Nähe von Kernkraftwerken gibt es mehr Krebs, evidenzbasiert und so weiter. Das heißt, man könnte aus Daten sehr vieles ableiten, vielleicht was wichtig wäre für die Prävention. In Japan schaut man sehr, sehr, sehr viel an, was passiert an sich in Okinawa, warum leben die Leute um so viel länger, sind das die Lebensgewohnheiten und warum sterben Leute, die an sich relativ später geboren sind, früher, die Lebensgewohnheiten haben sich geändert, das wird also auch McDonald's und so dort gegessen, früher hat man sehr wenig, sind alles noch Hypothesen, aber mit Big Data könnte man sehr vieles, glaube ich, auch noch in Richtung Prävention ableiten. Und Prävention ist ja, glaube ich, wirklich wichtig. Und vielleicht könnte man dann, um dann zum Kollegen Biach zu kommen, auch sehr viel ökonomisch sich ersparen. Diese Bemühungen, die gibt es ja schon länger. Also ich war in Amerika in den 70er Jahren, Ende 70, und da hat ein Buch von Linus Pauling, der Nobelpreisträger, einen ziemlichen Wirbel verursacht, weil er gesagt hat, Vitamin C ist vielleicht das billigste und beste Mittel zur Krebsprävention und sogar für Krebsbehandlung. Hat das auch statistisch irgendwie untermauert in seinem Buch. Und das hat eigentlich zur Forschung auf dem Gebiet der Antioxidantien gebracht, was jetzt ja common knowledge ist. Also Antioxidantien sind wichtig für Krebs und die erste Antioxidanz, wenn man so will, war Vitamin C. Also man handelt sich so vorwärts, das ist was mich interessieren würde und vielleicht können die Kollegen, die noch eingeschaltet ist von draußen sagen, was kann vor allem Krebs zur Prävention machen? Also was kann man zur Krebsprävention machen mit Artificial Intelligence? Zweitens, bei den Daten, wir leben jetzt in einer Phase, wo auch Open Data sehr wichtig wird, also keine medizinische Veröffentlichung, die auf statistischen Daten basiert, werden jetzt veröffentlicht, ohne dass man auch die Daten dazu liefert oder dass man mit einer Sperrfrist die Daten liefert und diese Daten sind dann open und das soll auch gelten für andere Daten wie Daten aus ELGA und so weiter, wenn die Privacy gewährleistet ist. Und Europa hat sich ja committed zu Open Data. Die Idee von Open Data kam an sich aus den USA und das hat ja Barack Obama sehr forciert. Und bei den G7 oder G8-Treffen wurde das ja zum Prinzip erhoben und bei der EU gibt es diese Open Data Richtlinie ist nicht, ein Open Data Dokument, wo genau gesagt hat, also dort, wo es für die Forschung wichtig ist, soll man Open Data machen. Und in Australien ist man da sehr rigide, dass man sogar sagt, dort, wo ein australischer Dollar irgendwo vom Staat finanziert ist, dann müssen alle Daten auch Open Data sein. Das heißt, wenn der Zoo von Sydney als echtes Beispiel wird subventioniert, dann habe ich alle Daten über die Fütterung der Bären, über die Fütterung aller Tiere, Geburten, alles und daraus kann man natürlich sehr viel machen. Und wir in Österreich, in Wien und Salzburg und so sind wir auch schon relativ weit und man sagt, möglichst viele, zumindest Governmental Data, offen zu machen. Ja, also in Salzburg spielt hier eine Pionierrolle. Und ich könnte mir vorstellen, dass Open Data
auch dann wieder ein Treiber sein wird für AI. Also meine Frage konkret zu den Kollegen, die dazugeschaltet sind im Zoom einmal, was kann zur Prävention gemacht werden und wie kann man noch mehr Daten sehr schnell sammeln? Genau, vielen Dank. Also ich glaube, das zahlt genau ein auf das, was ich auch schon gesagt habe, viel Potenzial in der KI-Forschung bleibt ungenutzt, weil die Fragestellungen oft nicht die richtigen sind. Und Prävention ist ja ein Thema, wo ich auch sehr viel breiter gucken kann, was habe ich denn an Daten und welche Korrelationen, die ich bisher noch nicht erkannt habe, gäbe es vielleicht. Insofern ist es, glaube ich, ein spannender Ansatz, ganz breit zu gucken. Ernährung, persönliches Verhalten, die ganze Wearables und Fitness-Tracker sind ja eine spannende Datenquelle auch. Also was kann ich da ganz breit und ganz unvoreingenommen an Daten mir anschauen, die Daten dann wiederum sicher verarbeiten und dann Fragestellungen beantworten mit Hilfe von eben erweiterter Analyse, Machine Learning, die dann auch neue Erkenntnisse für tatsächlich die Risikofaktoren vielleicht von Krebserkrankungen aufdecken können. So, Kollegin Mertelsmann, wie sehen Sie das? Also, weil es gibt ja jetzt schon Indikatoren zum Beispiel, was natürlich in der Presse sehr gehypt wird, dass man sagt, okay, wenn man die und die und die genetischen Merkmale hat, dann ist es vielleicht für eine Frau besser, dass man präventiv eine Brustamputation vornimmt. Wurde auch gemacht, bei sehr prominenten Leuten sogar. Glauben Sie, kann AI hier weitere solche Prognosen stellen, vielleicht nicht so dramatisch, aber dass man sagt, okay, bei diesen Menschen ist zu erwarten, dass, wenn er so weitermacht oder so, beim Rauchen weiß man das ja ganz genau, oder dass man es viel genauer vielleicht festlegen kann. Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Können wir die Krebshäufigkeit dadurch reduzieren und kann uns KI hierbei helfen? Die normale statistische Analyse epidemiologischer Faktoren hat uns ja schon sehr viel Zusammenhänge gezeigt, Rauchen, P53-Mutationen und so weiter. Ich denke, die Chance mit der KI ist, dass mit der KI auch multidimensionale Zusammenhänge erkannt werden können. Nicht, wenn es eine Kombination aus 10 Variablen ist, da sind wir schon überfordert, diese Zusammenhänge zu erkennen. Aber ich denke, KI wird in der Lage sein, solche Zusammenhänge zu erkennen. Es hat darüber hinaus natürlich dann Implikationen, so im Augenblick auch bei der Früherkennung von Krebs. Eine Trefferquote von 90% hört sich gut an. Aber das heißt auch, dass 10% der Diagnosen oder auch Risikofaktorabschätzungen falsch sind. Und wie geht man damit um? Ich glaube, das öffnet dann nochmal eine ganz neue Dimension. Mit der BRCA-Mutation hatten Sie ja die Mammakarzinom-Situation erwähnt. Auch da haben wir nur, ich meine, um die 90% kriegen Krebs, die diese Mutation tragen, aber nicht alle. Und das sind dann schwierige ethische und auch persönliche Entscheidungen. Zusammengefasst, ich denke, dass man mit der Hilfe der KI neue Kombinationen von Risikofaktoren erkennen werden, wo wir die Zusammenhänge jetzt noch nicht sehen. Die AI vielleicht von 90 auf 99 uns bringen, ne? Ja. Zum Beispiel, ne? Da man ja mehr Daten hat. Gut. Ihnen, Sie haben ja diese langen Wellen, also das sind die Kondratjew-Wellen, glaube ich. Und die Hypothese, die Sie aufgestellt haben, ist, dass AI so etwas ist. Sowas passiert ja an sich nur alle, weiß ich, 50, 60 Jahren. Ich kann mich erinnern, vor 10, 20 Jahren hat man das über das Internet eigentlich gesagt. Jetzt ist die Frage, ja, war das Internet eher oder ist Internet nur ein vorbereitender Impuls für die Kondratjew-Welle AI? Ja,
In einem Haus der Industrie ist es ganz klar, dass man auch über wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Konsequenzen und Implikationen von künstlicher Intelligenz auch sprechen muss. Ja, dieses Modell der langen Wellen, das sieht also tatsächlich die Wirtschaftsentwicklung in Marktwirtschaften seit der Industrialisierung als eine schubförmige Entwicklung vor. Dass also wirtschaftliche Entwicklung in Schüben vorangeht. Und diese großen Entwicklungsschübe werden dabei von so genannten General-Purpose-Technologien vorangetrieben. General-Purpose, wie der Name sagt, die sind für alles einsetzbar. Ja, Strom zum Beispiel, Elektrizität oder das Internet. Das sind solche typischen General-Purpose-Technologien, die tatsächlich als Treiber so einer langen Welle fungiert haben. Und im Laufe der, die also zu gewaltigen Umstrukturierungen in der Wirtschaft geführt haben, wo neue Geschäftsmodelle entstanden sind, aber wo irgendwann einmal auch die Luft draußen war, wenn man es mal ein bisschen flapsig sagen darf. Heute brauchen wir nicht mehr besonders erwähnen, dass es im Haus der Industrie tatsächlich elektrisches Licht gibt und dass auch das WLAN gut funktioniert. Solche ehemals neuen Technologien, die werden dann im Laufe der Zeit auch zu reifen Technologien und dann wird Platz für Neues. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich würde das Internet, das Aufkommen des Internets noch ein bisschen weiter zurückdatieren. Wir könnten jetzt diskutieren über einzelne Jahre, aber ich kann mich erinnern, an der Uni Salzburg haben wir im Jahr 1991, glaube ich, haben wir auch auf einem Podium wie diesem das Internet vorgestellt erhalten und wir haben uns nicht vorstellen können, viele, auch Kollegen von mir, wir haben uns nicht vorstellen können, was denn das eigentlich soll und bedeuten wird. Und ein paar Jahre später konnten wir uns nicht mehr vorstellen, ohne das zu arbeiten. Vieles von dem, was jetzt an Investitionen in Unternehmungen passiert, ist letzten Endes auf Internetnutzung in der einen oder anderen Form nach wie vor ausgerichtet. Aber gleichzeitig, und das jetzt zu der Hypothese, die Sie angesprochen haben, gleichzeitig wächst eine Branche von einer vorerst noch sehr kleinen Basis, aber doch sehr rasch, nämlich alles, was sich um die Frage künstliche Intelligenz dreht. Diese künstliche Intelligenz hat auch die gleichen Eigenschaften oder hat die typischen Eigenschaften zu einer General-Purpose-Technologie, überall einsetzbar, schafft Platz für neue Geschäftsmodelle, wird unser Zusammenleben möglicherweise drastisch verändern auch. Und von daher stellt sich für ein Land, wie, insbesondere ein kleines Land wie Österreich, doch sehr die Frage, wie soll man damit umgehen, wie ist damit umzugehen. Auf der einen Seite sollte klarerweise es gelingen, ja, das Wünschenswerte, wenn es gelingt, in manchen Bereichen tatsächlich sowas wie Weltspitze zu erreichen. Das scheint auch wirklich der Fall zu sein. Wir hatten vorher die Gelegenheit, darüber zu sprechen kurz. Das ist tatsächlich so der Fall. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es können nicht alle Räder sozusagen in einem Land erfunden werden. Und je kleiner das Land ist, desto weniger Räder können wir erfinden. Und desto weniger greifen dann auch die traditionellen Instrumente der Innovationspolitik und der Technologiepolitik, sondern da kommt es auch dann darauf an, wenn man tatsächlich viele Räder nutzen will, um bei dieser Metapher zu bleiben, dass man auch Technologieimporte, Know-how-Importe zulässt, nicht nur zulässt, sondern fördert, den Marktzutritt fördert, dass man auch dort, insbesondere dort, wo der Staat selbst Akteur ist, selbst letzten Endes darüber erheblich mitbestimmen kann, in welche Technologiefelder, in welche Anwendungsfelder hineingegangen wird, dass er dort sowas wie eine Vorreiterrolle spielen kann, die es dann ermöglicht, Unternehmungen im Inland zu wachsen, Erfahrungen zu sammeln, eine positive Entwicklung auf einer Lernkurve zu nehmen. Das heißt, hier sollte die Wirtschaftspolitik einfach auf diese neue Technologie, auf diese General-Purpose-Technologie reagieren. Und der Gesundheitssektor ist hier natürlich ein besonders sensibler Sektor. Die Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit, die wurden ja schon angesprochen. Und hier ist es letzten Endes in den Händen der öffentlichen Hand,
darüber sehr weitgehend in den Händen der öffentlichen Hand darüber zu bestimmen, wie damit umgegangen wird. Und jetzt ist einfach die Frage die, etwas provokant formuliert, wem will man sich lieber ausliefern als Datenlieferant, einem privaten Monopolisten oder einem öffentlichen Monopolisten? Nur mal als Frage formuliert. Gut, da hat ja der Kollege Bötinghaus ein paar Ansätze, wo man sagt, also durch diese Differential Privacy könnte man Daten so schützen, dass man so, dass die Daten zwar privat bleiben, aber so weit auch genutzt werden kann für Forschungszwecke, ohne dass etwas dekoffriert wird. Also also die Möglichkeit, also da gibt es, und da ist vielleicht, wenn Sie von einer Nische Österreich sprechen wollen, die Bestrebungen der Universitäten, dass man sagt, wir sollen in der Digitalisierung Richtung einen digitalen Humanismus gehen. Also erst diese Woche war eine Podiumsdiskussion an der Angewandten, gemeinsam mit der TU Wien, gemeinsam mit anderen Proponenten. Und es gibt von der JKU, von der Kepler-Universität, gemeinsam wieder mit der Angewandten, auch ein Manifesto für digitalen Humanismus. Also es ist irgendwie in Österreich, und es geht alles von Österreich aus, vielleicht die Zeit reif, dass man sagt, okay, das könnte vielleicht die Nische sein, dass wir das Digitale eher verwendet für Zwecke, die Sie da erwähnt haben, also wo Trust da ist, wo Daten wirklich gesichert sind, wo das zum Guten verwendet wird, also nicht nur also im Bereich Gesundheit und so weiter. Sehen Sie da vielleicht eine, und Kultur? Ja, das ist ein möglicher Ansatzpunkt. Keine Frage, dass man auf, wenn man so will, traditionellen Stärken, die vielleicht auch international so wahrgenommen werden im Bereich Kultur, aufbaut. Und das erfordert aber, das macht aber gleichzeitig, um eben zum Thema dieser Veranstaltung heute zurückzukommen, macht es gleichzeitig erforderlich, dass man in den Bereichen, wo man nicht diese Weltspitzenschwerpunkte setzen kann, weil die Ressourcen einfach begrenzt sind, dass man hier letzten Endes auch Know-how-Importe ganz massiv fördert und diese Know-how-Importe dann letzten Endes im Inland weiterentwickelt werden und zur Anwendung gebracht werden und dadurch letzten Endes zu Effizienzgewinnen, wie wir das gehört haben, schon Effizienzgewinnen, aber auch Qualitätssteigerungen im Gesundheitswesen damit erreichen können. Das AFI-Institut könnte ja dazu beitragen. Also ich glaube, hier gibt es die Möglichkeit, AI für die Krebsforschung weiterzutreiben. Es gibt gewisse Finanzierungsmöglichkeiten. Österreich, was man auch sehr oft vergisst, weil sie sagen, man muss importieren, sehr vieles ist auch da. Also das Deep Learning ist an sich eine österreichische Erfindung fast. Das hat jetzt sogar dazu geführt, dass der Bundeskanzler Kurz jetzt gesagt hat, okay, machen wir eine eigene Universität in diese Richtung in Österreich, weil wir ja sowieso führend sind. Das kann man noch diskutieren. Aber Initiativen wie das AFI sind ja genau die, so eine Importinitiative, wie Sie das gesagt haben. Nicht? Also dass man sagt, okay, nicht? Hier gibt es Know-how vom Kollegen Mertelsmann, das könnte man weiterentwickeln und das könnte vielleicht einen Push geben Richtung Krebsforschung. Ist das, was ich meine damit mit Import von Technologien? Das ist genauso ein Ansatz. Das ist genauso ein Ansatz, wo Dinge nicht sozusagen, wie die Räder nicht im Inland erfunden werden müssen, wo aber die Räder, die ins Inland transferiert werden, dass die also hier effizienzsteigernd, qualitätssteigernd angewendet werden,
dass darum herum neue Arbeitsplätze entstehen, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze entstehen und dass das letzten Endes einen ganz wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung auch leisten kann. Ich spreche jetzt nicht von Linderung von menschlichem Leid und Ähnlichem, das ist sowieso etwas, also, wo der Ökonom auch hinschaut, aber die ökonomische Bewertung ist hier etwas schwieriger, ist sicherlich einfacher, wenn man sagt, ja, es wird Arbeitsplätze geben, es werden die Kosten, die langfristigen Kosten von Krebsbehandlungen, die längerfristig anfallenden Kosten von Krebsbehandlungen dadurch wahrscheinlich gesenkt werden können. Der Herr Biach sprach von 2,4 oder 2,6 Milliarden Euro jährlich alleine in Österreich. Das sind ja doch, da gibt es ja doch ein erhebliches Potenzial, wo wenn nur die Effizienz, sage ich jetzt einmal milchmädchenmäßig, um ein paar Prozent gesteigert werden kann, dass sich das auch entweder in Effizienz gewinnen oder in Qualitätssteigerung oder in einer Mischung aus beiden niederschlägt. Beides zum gesamtwirtschaftlichen Wohl der Republik. Vielleicht noch so zum Kollegen Mertelsmann, weil Sie aus Freiburg kommen. Freiburg ist ja auch eine AI-Hochburg. Und Sie beschäftigen sich auch damit, haben es heute auch demonstriert. Wenn Sie jetzt vergleichen würden, die Bestrebungen Richtung autonomen Fahren, verglichen jetzt mit AI Richtung Krebs, wo würden Sie AI und Krebstherapien sehen? Es ist gut, dass Sie diesen Aspekt angesprochen haben, denn ich denke, da gibt es zumindest doch einiges an Analogien. Ich habe ein System, was mich durch eine schwierige Situation manövriert und dieses System ist nicht ungefährlich. Diesen Gedanken auf Krebs übertragen, auch eine schwierige Situation. Die Therapie ist auch nicht ungefährlich. Kann so ein KI-System mich da durchsteuern? Ich denke, das wird prinzipiell möglich sein, dass Sie so einen kleinen Computer am Arm haben, der die Medikamente halt über bestimmte Feedback-Mechanismen optimal steuert. Ansätze dieser Art gibt es schon bei der Diabetesbehandlung. Aber Patienten mögen das nicht. Der Gedanke, dass da so ein Computer an einem Sachen entscheidet, ohne mich zu fragen, salopp gesagt, macht dem Patienten Angst. Das heißt, das ist noch eine Dimension, was technisch möglich ist, muss noch immer keine Akzeptanz dann bei den Betroffenen haben. Wie das mal mit dem autonomen Fahren sein wird, es wird ja kommen, ob es allgemeine Akzeptanz geben wird, wahrscheinlich schon irgendwann. Und in Analogie würde ich denken, dass das auch in der Medizin, nicht morgen oder übermorgen, aber auch so ein Ansatz, dass ein System die Steuerung von Funktionen übernimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Jona, was meinst du? Ja, ich denke, das ist ja genau das dritte spannende Feld der KI, das Reinforcement Learning, was du ja auch vorgestellt hast mit LabMate und dem Pendel. Glaube ich, ein sehr spannender Ansatz, wirklich in der echten Welt zu lernen, in der echten Welt sich zu bewegen, damit ja ein Stück weit auch das Datenproblem zu lösen, weil die Daten direkt vom Agenten kommen, also aus der realen, tatsächlichen, jetzt stattfindenden Realität. Das ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Feld von KI, was gerade auch völlig zu Recht große Erfolge feiert. Genau. Und ganz allgemein gesagt, ich glaube auch, was dieses regionale Thema angeht, KI ist ja, wie richtig gesagt wurde, wirklich so ein Enabler und eine Plattform, die ganz, ganz viel in ganz vielen Bereichen auch leisten kann, auch noch viele Grenzen hat, die erforscht werden müssen, aber eben wirklich viel Potenzial hat, sodass es da viele Spezialisierungen geben kann und viele spannende Projekte, die, wenn sie richtig aufgestellt sind und wie gesagt die richtigen Fragen stellen, dann auch wirklich einen echten Beitrag leisten können. Da ganz banal gesagt, beim Autofahren kann man sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft wird das ja keine Frage mehr sein, ne? Weil ein normaler Autofahrer kann höchstens im Leben vielleicht 1 Million
Kilometer fahren, ich glaube eher weniger, viel weniger. Ja. Aber diese Systeme haben Milliarden und noch mehr Kilometer gespeichert an Big Data. Das heißt, da muss man ja besser fahren. Ne? Also wenn ein Mensch wie du und ich sagt, was ich, er hat im Leben 300.000 Kilometer und das AI-System hat Milliarden von Kilometern, dann muss ja das autonome System besser fahren. Die Analogie zur Medizin ist vielleicht schwieriger, könnte man vorstellen. Aber eine gewisse Analogie wird es schon geben. Ja, haben Sie da? Ja, diese mangelnde Bereitschaft zur Umsetzung des technisch Machbaren ist ja auch so ein typischer Faktor, der also die Einführung neuer Technologien tendenziell hinauszögert. Das kann damit zusammenhängen, dass es einfach sehr viel Unsicherheit gibt über die Wirkungen dieser Technologien. Ja, in den 1840er Jahren gab es Studien, die sagten, dass es also höchst ungewiss sei, wie die Auswirkungen auf den menschlichen Körper seien, wenn mit der Eisenbahn mehr als 40 oder 45 Meilen pro Stunde gefahren werden würde. Man wusste es schlicht und ergreifend nicht. Man wusste nicht, wie die Auswirkungen von Strahlungen von Handymasten sind. Das liegt noch nicht so lange zurück. Also das ist ein solches retardierendes Element, dass also solche langen Wellen tatsächlich zu langen Wellen der Wirtschaftsentwicklung werden lässt. Und dann darf man auch nicht übersehen, es gibt viele Bereiche, in denen Investitionen oder Fortentwicklungen von bestehenden Technologien von den Investoren, von den Betreibern solcher Produktionen als zumindest kurzfristig profitabler und vor allem weniger riskant betrachtet werden, als wenn man auf eine komplett neue Technologie umsteigt. Das heißt, es gibt hier schon einige bremsende Elemente, die dazu führen, dass diese Ausbreitung einer neuen Technologie, dass das nicht eine Frage von, naja, was halt das technisch Machbare hergibt, ist, sondern dass hier soziale, soziologische Phänomene Rolle spielen, auch politisch und rechtliche Phänomene. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, ja, die sind ja auch häufig eher hinterherhinkend und nicht unbedingt prospektiv werden die gestaltet. Das ist ja sehr, sehr wichtig, ist die Akzeptanz, ne? Sowohl bei Benutzern als auch bei den Investoren und so weiter. Und ich glaube, da der Kollege Bödinghaus ja auch gearbeitet, also dass man die User Interfaces möglichst effektiv macht, wenn ich es richtig verstanden habe. Was bei AI-Systemen und Datensystemen ja nicht so einfach ist. Es kommt also auf die Visualisierung, also das Vereinfachen der Benutzerschnittstellen in eine Richtung, dass das auch mehr Akzeptanz findet. Ne? Das beste Beispiel ist ja unser iPhone eigentlich. Ne? Also dass man sagt, okay, das kann jetzt jedes Kind bedienen und darum ist auch die Akzeptanz gegeben. Und das ist vielleicht das, was noch ein bisschen fehlt und an dem man arbeiten muss. Weil an sich ein sehr komplexes System mit mehr Power als der Computer bei der Mondlandung und so weiter. Und jedes kleine Kind kann das jetzt bedienen. Also es kommt vielleicht auch darauf an, diese Benutzerschnittstellen richtig zu machen. Ja, das ist auch ganz entscheidend. Sie als Informatiker, Sie sind natürlich mit dem Umgang mit diesen neuen Technologien sehr gewieft und für Sie ist das kein Problem, aber für Nicht-Informatiker ist das, sage ich mal, in meinen Jahrgängen, die mussten das lernen. Und die Generation meiner Kinder, ja, die ist damit aufgewachsen. Die brauchen solche Dinge nicht mehr erklärt bekommen, sondern die, ich weiß nicht, womit sie es aufgesogen haben, aber sie ist jedenfalls damit aufgewachsen, diese Generation. Und das ist etwas, was dann künftig die Ausbreitung seiner neuen Technologie doch begünstigen wird. Die hinterfragen nicht mehr alle Dinge, sondern das ist einfach so. Dann würde ich vielleicht unser Teilnehmer draußen um Schlussworte bitten. Was Sie als Botschaft weitergeben wollen. Vielleicht fange ich mit Kollegen Mertelsmann an. Ja, zunächst vielen Dank für
das spannende Meeting, die spannende Diskussion. Ich fand gut, dass Sie auch nochmal die vielleicht nicht unmittelbar betroffenen Aspekte wie Akzeptanz, wirtschaftliche Implikationen angesprochen haben. Doch recht wichtig, denn das verliert man manchmal ein bisschen aus den Augen, dass die Umgebung eben auch stimmen muss, wenn was vorangehen soll. Sonst zur Sache selbst, glaube ich, haben wir eigentlich, aus meiner Sicht, habe ich das gesagt, was ich loswerden sollte. Ich sehe für eine KI eine Zukunft. Man kann vielleicht noch hinzufügen, dass der Ansatz, biomedizinische Forschung über KI zu machen, eigentlich ein Paradigmenwechsel ist. Ich sage der KI, ich möchte das Ergebnis haben. In der normalen Forschung macht man ein Experiment und guckt, was rauskommt. Während hier gibt man das Ergebnis der Forschung vor. Das ist schon ein völlig neues Konzept. Aber bis das so akzeptiert wird in der wissenschaftlichen Welt, ich denke, auch da gibt es Blockaden. Nicht nur was Wirtschaft angeht, sondern auch in der Wissenschaft. Also vielen Dank aus meiner Sicht, dass ich daran teilnehmen konnte. Vielen Dank. Kollege Bödinghaus. Ja, dann auch. Dann auch von mir vielen Dank. Genau, auch um noch das Thema Einbettung aufzugreifen oder Anwendbarkeit. Ich glaube wirklich, dass das volle Potenzial dieser ganzen Möglichkeiten dann ausgeschöpft werden kann, wenn eben wirklich die eben zum Beispiel Design-Interface mitgedacht wird, was ja im Grunde nichts anderes heißt, als wie geht der Mensch tatsächlich mit der Lösung um oder mit dem Assistenten. So ein iPhone kann tatsächlich auch von meinen Kindern problemlos bedient werden. Auch diese intelligenten, in Anführungsstrichen Lautsprecher, die überall rumstehen. Gleichzeitig, das ist auch ein interessanter Punkt, ist aber das Verständnis dafür, wie das denn funktioniert, noch ja überhaupt nicht da. Und auch, glaube ich, wenn man eine normale schulische Laufbahn und Ausbildung durchläuft, ist das nicht so, dass diese junge Generation, nur weil sie jetzt super toll und natürlich mit den Geräten umgehen kann, gleichzeitig auch versteht, wie sie funktioniert. Das heißt, was ich damit sagen will, auch nochmal hinsichtlich des Themas, was kann denn auch regional vielleicht oder auch in Europa geleistet werden, um das Thema voranzubringen. Ich glaube, genau solche Initiativen wie AFI, wie auch andere Unternehmungen, die viele Forscher zusammenbringen und auch wirklich Grundlagenforschung betreiben und auch erfolgreiche KI in der Krebsforschung zum Beispiel, kann ja nicht gelingen, wenn ich einfach Anwender oder irgendwelche KI-Experte auf das Thema loslasse und sage, wir bauen jetzt mal aus irgendwelchen Daten, die wir uns zusammengesammelt haben, schöne Lösungen, sondern es kann nur dann gelingen, wenn ich wirklich das Problem ganzheitlich betrachte und auch wirklich Experten aus der Onkologie, aus der Medizin und eben aus der Informatik und eben vielleicht auch aus der Philosophie für die ethischen Aspekte an einen Tisch bringe, um dann die Lösung wirklich brauchbar zu machen und zu entwickeln. Vielen Dank. Ja, zusammenfassend kann ich nur sagen, es freut mich, dass ich den Optimismus der Spezialisten höre, dass der begründet zu sein scheint. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch für das AIF-Institut eine wichtige Basis ist, hier auch für den wirtschaftlichen Erfolg, für das wirtschaftliche Wohlergehen unseres Landes hier einen Beitrag leisten zu können. Vielen Dank. Also was auf jeden Fall rausgekommen ist, ist, wir stehen eigentlich erst am Anfang einer Welle, würde ich sagen. Und wir können uns schon sehr freuen auf diese Zukunft. Auch akademisch können wir uns sehr freuen, denn es werden die Studien auch, glaube ich, interessanter werden, in dem Sinne, dass viel mehr Interdisziplinarität und auch Internationalisierung notwendig sein wird. Und damit die Akzeptanz gegeben wird, vor allem auch in der Medizin, glaube ich, öffnen sich ja jetzt schon auch in der AI sehr schöne Aspekte wie Explainable Artificial Intelligence oder so weiter. Man muss nachverfolgen können, wie Ergebnisse entstehen, behaupten manche. Das heißt, es sind noch sehr viele Facetten offen und das macht ja die Forschung interessant und AFI ist ja dazu da, wenn ich es richtig verstanden habe, Forschung voranzutreiben und zwar Forschung und für
für Humanity, nicht? Auch wenn das Wohlergehen und so nicht volkswirtschaftlich gemessen werden kann, aber dazu sind wir Menschen ja da, dass wir unser Leben möglichst lange gesund leben können und möglichst lange eine ethische Umgebung genießen können, also dass AI nicht missbraucht wird, und das alles ist in der Mission von AFI drinnen. Das heißt, wir können nur sagen, wir können uns auf die Zukunft freuen und schauen und beobachten, was in den nächsten Jahren alles noch passiert, weil wir stehen erst am Anfang. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende, und mir bleibt an sich nur noch über alle zu danken, alle Beitragenden, alle Zuschauer im Namen des AFI-Institutes, auch der Industriellen Vereinigung für diese Location, die wirklich etwas ganz Besonderes ist. Nicht zu vergessen, all die Helping Hands im Projektteam, ich möchte sie nicht alle beim Namen nennen, aber umso mehr mein großer Dank. Ja, ich hoffe, dass das Ergebnis dieses Symposiums dann noch von vielen angeschaut wird im Web. Die Kollegen von der Filmakademie werden, glaube ich, noch einen Zusammenschnitt machen. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann geschnitten wird, wie wir alle wissen von TV-Interviews. Ne? Man redet 3 Stunden und dann kommen noch 5 Minuten draus, aber das sind, wenn das gut gemacht wird, die wichtigsten 5 Minuten. Also ich freue mich auch schon auf den Mitschnitt. Also danke vielmals.